Ist jeder drin oder ist jemand nicht drin? Es ist jeder drin, spielbereit. So, nur Levi, das bedeutet, here we go. Jetzt wird's krachen. Jetzt wird's krachen. Plus 5. Ja klar, plus 5. Auf Williams. Lassen wir vor der Sprintwertung eine Gruppe weg? Wahrscheinlich nicht, wie ich uns kenne. Also ich sag mal so, ich habe das bei meinem Plan gleich mal einberechnet, was da passieren wird bei uns. Okay. Ihr könnt euch doch einfach alle aus der Sprintwertung einfach mal raushalten. Tim. Hä? Wie ist die Wahrscheinlichkeit, dass wenn du gleich eine minus 3 hast, das Spiel abstürzt? Die ist so hoch wie das Spiel. Das ist auch im Plan. Ja, so, meine Herren, gleich bei 163 Kilometer fängt der zweite Tour de France-Tag an. Okay. Bei wann? Wann fängt er an? 163 Kilometer. Okay. Oh, hätte ich auch selber rechnen können. Aber... dafür hast du ja mich jetzt. Genau. Kannst du dich auf okay, Williams hat statt einer Plus 5 eine minus 3. Eine plus 5 ist schwierig. Ja. Ist zu allgemein schwierig. Also Thomas hat genauso gut geschlafen wie ich. Carapaz hat auch nicht so gut geschlafen. Das Ding ist eigentlich, glaube ich, Jonas heute allgemein kein Wort. Ja. Ja, heute sind wir für einen Tag Feinde. Oder für 4 Stunden. Nein, wir sind nie Feinde. Nee, aber wir sind Rivalen. Ja, das passt. So wie Jonas und Pogi. Genau so. Immer schön sportlich bleiben. Habe ich gesagt. Ja, Hilfe! Ne? Ich will gar nicht ausreißen. Gar nicht. Hat das noch auf automatisch gestellt bei euch, oder? So, jetzt dürft ihr starten. Das gelbe Trikot steht Almeida, muss ich sagen. Wo ist er denn? Ach, da. Zum ersten Mal, dass ich gelb trage. Mein Herz schon wieder, Alter. Das geht schon guter Beginn hier. Zieh, Junge, zieh! Direkt das Duell bei der ersten Sprintwertung, nice. Puh. Bin schon wieder fix und fertig. Jonathan Milan holt sich heute einen Etappensieg. Da wird schon ordentlich Gas gegeben, oder? Ja, Jonathan Milan hat etwas vor. Kevin ist schon quasi abgehängt. Ja, es ist aber auch sehr hohes Tempo hier, oder? Ja, das wird auf jeden Fall nicht durchgezogen bis oben, das weiß ich jetzt schon. Ganz Team ist weg. Der Milan, der hat aber heute Morgen auch ein bisschen Epo gehabt, oder?
Vielleicht macht Sepp Kuss heute Action. Ja, sieht so aus. Oder Jonas ist eingeschlafen und hat davor noch Führungsarbeit 85 eingestellt. Aber ich muss sagen, diese Kombi mit dem gelben Trikot und dem Trikot Schwabenländer sieht wirklich sehr schön aus. Ja, natürlich. Ich habe auch dieses Ding extra designt, was man dann auf dem, also ich denke, wir haben viele gemacht, aber dieses, ja, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ja, ja, dieser Aufkleber schon. Halt, wo man da hat. Genau. Sponsor-Wappendings da. Ja, genau, genau, genau. Was ist hier ungefähr die Zeitkarenz? Ich würde mal so mit einer Stunde rechnen. Also vermute ich jetzt einfach mal. Also ich habe es nicht ausprobiert, aber. Ich bin gespannt, weil Philipsen jetzt schon tot ist. Mit der Tagesform. Ja gut, wenn du natürlich in den Berg reinsprintest, ist das jetzt relativ klar. Das überrascht mich jetzt nicht. Schön. Du möchtest das Tempo schon Tribut zahlen. Ja, das kann man so sagen. Oh, Bernal greift an. Vorne ist. Jetzt bin ich gespannt. Wahnsinnig heftig. Philipp, ich schließe mich mit Caleb Youn mal bei deinem Gruppetto da an. Gruppetto! Bernal und Krass, ein bisschen zusammenarbeiten. Bernal und Krass. Achso. Ich dachte Krass, einfach Krass, was? Nee, nee, zieht ihr ein bisschen mit durch? Ja, ja, sicher. Ja. Das machen wir? Ja, ja. Gas. Wie viel? 80 oder so. Gas. Okay, Gas. Okay, möchtest du da nicht mehr ranfahren vorne? Doch, doch, ich habe hinten aber 70 eingestellt, also keine Ahnung. Ach so, okay. Also ich habe nur 70 rein gemacht. Wir können auch 75 oder so reinmachen. Ich weiß nicht, was du hast. Nee, ich habe auch 70 drin.
So, jetzt muss hier aber irgendjemand arbeiten. Ja, hier, Rocco mit 3 Mann, komm, Abfahrt. Ja, ich hau Chicone rein, wird 75 vorne. Ja. An der Katalonien-Etappe geguckt, Auftakt. Mhm. Wie schlimm war der Sturz von Bernal und Caruso? Also ich glaube, Bernal hat nicht so ausgesehen, als wäre es so schlimm. Caruso habe ich nicht verfolgt. Ne, Bernal war nicht, haben sie schon gesagt. Ich glaube irgendwie nicht, dass jemand hier vorne Tempo macht, weil ich bin mit 60 in der Führungsarbeit die ganze Zeit. Ja, jetzt. So, 12 Leute vorne. Also wenn Belsford so weiterfährt, kriegt er Probleme mit der Dacia, falls du nachher noch mit dem irgendwie sprinten willst. Steht automatisch. Okay. Der nimmt es echt gemütlich, so wie der Körperhaltung hat. Der genießt hier den Ausblick. Der Kevin, Disch und Mirkoff haben es bei Tirreno auch locker genommen. Ja. Ende bekannt. Ende bekannt. Ja, sehr locker. Ey, was mir aufgefallen ist, Fun Fact, Katalonien-Rundfahrt. Soweit ich die Startliste jetzt im Kopf habe, fährt kein einziger vom Sleven Cycling Team mit. Wir müssen da recht viele am Start. Bei mir auch. Ja, von Tim ganz, ganz viele, das habe ich auch gesehen. Und von mir kein einziger, soweit ich weiß. Das ist schon krass. Fährt nicht mal krass mit. Nicht mal krass. Das ist wirklich krass. Ja, wir fahren bestimmt hier in Italien, bei der Bartali. Ja, da habe ich auch geguckt, da fahren auch ganz wenige, wenn überhaupt auch keiner von mir. Also ich weiß nicht, was die machen, Däumchen drehen diese Woche. So, auch mal ganz gut, haben doch ganz gut Performance. Ja, ja, passt schon. Aber Sanremo war wieder geil, oder? Was meint ihr? Mhm. Ist schon irgendwie cool. Die letzten 30 Kilometer oder so. UAE hat es ein bisschen verkackt, dass die Leute verloren haben. Am Ende, ja. Dass da nicht mehr so viel da waren. Da hat auch ein Ebenenfahrer, also ein Ebenenbolzer gefehlt. So ein Michel der hätte halt den Zug vorne gehalten. Ja, genau. Ja. Das war meiner Meinung nach eine Fehlplanung. Ja, ich meine, der Toro ist die Hälfte von der Cipressa hochgebrettert wie noch was, aber danach war halt keiner mehr da und dann ist komplett genau. Runter. Also. Genau, der hat auch seine Mates abgestellt. Ja. Also Mark Hirschi war ja auch wieder großes Kino. Ja, Wahnsinn. Also, St. Pauli hat hier einiges vor. Canepune, die Maschine. Dass der das Hauptfeld anführt am Berg, das ist auch erstaunlich.
Ah, der macht's gut. Col de la Croix de Fer ist das. Überrascht dich das jetzt, oder? Wie kommst du da drauf? Was mache ich? Überrascht dich das jetzt, oder wie? Nee, nee, ich schreib nur gerade mit, deswegen. Ich bin nur noch 19 Kilometer, von daher alles easy. Ja, das ist. Caleb Yun, du hast Feierabend. Freut er sich. Ja, da freut er sich wirklich. Da kann er jetzt richtig durchschnaufen. Der Gute. Wo kommen denn jetzt die EF-Dudes plötzlich wieder her? Wieso ist denn das Tempo wieder so eingeschlafen da vorne? Ja, weil ein kleiner von euch mitarbeitet. Ja, wieso soll ich noch mitarbeiten, wenn du mich abhängst fast? Wenn ihr da hochfahrt, wie noch was? Der Askren hat auch Feierabend. Und Schulz fährt an der Spitze des Hauptfelds. Die Maschine. Langsam wird das Hauptfeld ausgedünnt. Ich habe keinen mehr im Hauptfeld.
What the fuck ist denn jetzt los? Das war's mit Hirschi. Krasses Tempo. Tja. Oh, Thomas, Alter. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Okay, ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, was hier im Hauptfeld passiert ist. Was ist denn hier jetzt passiert? Alles auseinandergefallen. Los, Levi, wir machen jetzt gemeinsam eine Sache da vorne, ne? Das ist ja der Hammer. Ja. Wer meint wen? Hm? Bernal, vorne. Ah, okay, wir sind wieder zu viert. Die sind schon wieder da. Ja. Okay, wir haben jetzt folgende Situation. Thomas hat sich mit Bargioli, der war vorne, das war eine Relaisstation. Und hinten ist jetzt das Team Schwabenländle ordentlich unter Druck. Was ist darin passiert, Alter? Ich hab's überhaupt nicht mitbekommen. Das ist jetzt krass. Da wird jetzt natürlich das Schwabenländle auf Zanner erstmal warten. Vielleicht kommen noch Ultibrox und Cataneo zurück. Wahnsinn, was hier schon wieder abgeht. Yates ist auch vorne drin, als CPU. Ja, ja. Krass. Eine brutale Tagesform. Wenn wir vorne durchkommen wollen zu viert, müssen wir schon ein bisschen fahren. Aber wir haben auf jeden Fall eine Chance, wenn wir jetzt fahren. Na. Ich auch. Aber soll ich, was stellt ihr ein? Ich habe hier 72 drin. Schneller? Nee, ist gut. Schneller würde ich nicht machen, weil sonst gehen wir am Ende eh ein. Ja. Ich meine, hinten wird jetzt nicht mehr langsam. Thomas wird jetzt durchziehen. Weil der natürlich jetzt den Vorsprung rausgefahren hat. Okay, der kann eigentlich nicht mehr auf Ultibrox warten, das ist doch zu viel Abstand. Da bin ich gespannt. Und dann fahren wir hier nach Alpe d'Huez, ist das nicht schön? Wie sieht's denn aus, mein Namensvetter Jonas? Hast du mal Bock, den legendären Pull zu machen? Hey? Nicht so. Ich dachte schon. Ich bin ja vorne und... Warum? Kast ist ja auch noch hinten. Und dann haben wir da noch K mit Carapaz, der vielleicht nach vorne kommt. So,
Dann springt Kataneo nach vorne. Ich kommentiere das einfach, weil ich habe wenig zu tun. Ja, ja. Mach das. Jetzt kommt Kataneo vielleicht nochmal zur Gruppe mit Almeida. Das wäre natürlich ein wichtiger Helfer. Und Carapaz schließt jetzt zu Thomas auf. Ja, so viel Abstand ist es nicht. So viel Abstand ist es nicht. Carapaz, hast du Lust zusammenzuarbeiten? Thomas zu distanzieren? Ja, aber der kann auch nicht so viel, ne? Almeida. Wie lassen du noch? Ach, weniger als die Pulle. Okay, ich zieh uns ein bisschen. Dann übernimm du gleich auch einen. Hast du auch einen Pull? Noch ein bisschen Luft, Carapaz? War das los? Nee. Oh, gut, dann fahre ich alleine. Fahr allein. Hoppe, willst du nochmal hier vorne was machen? Ja, ich kann so gut wie kaum mehr. Also ich habe minimal gelben Balken noch. Ja, dann müsstest du mir das eigentlich schon lassen, so wie ich hier uns hochziehe. Also ich kann noch mal mit 75 rein. Keine Ahnung, ob das schaffen dann. Ja. Oh, ah, gut. Tja. Jetzt ist es ziemlich abgehangen. Was ein Fight, Alter. Dunbar gewinnt vor Bernal. Und dann kommt wohl Yates. Eieieiei. So stark, Jonas. Aber ich hatte eine minus 1. Danke. Was hattest du, das war der Thomas? Ich hatte eine plus 2. Ja, gut. Krass.
Aber ich glaube, ich habe auch das Maximum rausgeholt, was ich dir heute hätte drücken können. Oder zumindest. Das war auch schon wieder episch. Ja, wir nur epische Fights. Wie machen wir das jetzt mit Yates? Der wird einfach rausgerechnet, oder wie? Der wird rausgerechnet. Und bei Bergwertungen, wenn da mal irgendwo eine Bergwertung, das ignorieren wir. Ist es halt so, ist es halt so. Puh. Ich hab einfach den Oetebrooks Gedächtnis-Move gemacht und hab Bagioli in die Gruppe gehauen. Na, es war stark. Ja, das war echt, das ist Wahnsinn. Diese Moves, aber das sind jetzt Moves. Mit deinen eigenen Waffen geschlagen, Tim. Ja, mit 3-Tagesform schlechter ist halt nicht gut Kirschen essen. Ja, das tut schon weh. Aber es war schon ein guter Move von dir. Ja, danke. Also Welsford wird rausfliegen. Und die ganzen anderen Dudes, die da unten sind, wahrscheinlich auch. Ist aber von KI gesteuert, ja. Gell? Die KI timet. Aber der kann perfekt. Das nicht mehr schaffen. Der hat ja 1,09 Limit der und der liegt jetzt schon bei 1,09 Rückstand. Ja, das 1,10, kann er nicht schaffen. Das ist vorbei. Ja, das ist gut, wenn das ganze Team dann direkt rausliegt. Das ganze Team Otter ist fast weg. Raus. Ja. Dann nein, die Gruppe mit Heißen. Geht raus. Die schaffen es. Minus 3. Ja, das ist hart für Welsport, minus 3 bei der Etappe, das ist ja unfassbar. Ach, der hat dann noch jetzt 54 Berg oder 55, oder? ja, 54, ja. Vor allem, der hat nur 66 Ausdauer. Ja, der hat heute schon 66. Nur jetzt 63, 62. Ja, das ist halt bei der Etappe, das ist halt echt Katastrophe. Ja. Aber was das Team Otter da macht, ist auch peinlich. Also ich meine, es ist die KI, aber das kann die doch nicht bringen, Alter. Ja. Aber das ist gut, wenn mal 5 raus sind, die können schon den Rennbetrieb nicht mehr stören. Ja. Und dann ist Kamp ist auch noch raus, der kann auch nicht mehr stören. Ja. Jeder, der raus ist, ist gut. Ja, das war jetzt eine sehr krasse Etappe vorne in der Gruppe mit Dunbar und Bernal. Das war schon klar, dass das hart wird gegen die. Die haben es auch durchgezogen. Und hinten dann natürlich Thomas Almeida, das war auch geil. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, wie das da am Col de la Croix-de-Fer auseinandergeflogen ist. Das habe ich überhaupt nicht mitgekriegt. Also, was haben wir Abstand? Thomas 2,13, Almeida 4,36. Das sind über 2 Minuten. Gesamtwertung, damit wieder der Switch. Alter, das ist ja geil. Hin und her geswitcht wird jetzt hier. Punktewertung, 8 Punkte Unterschied. Und Bergwertung, dann war jetzt ein ganz heißer Kandidat natürlich. Nice. So, ich bin gleich wieder da. Ihr könnt ruhig anfangen. Oh, Simon. Synchronisiert. Ja, er hat geschrieben, bitte kurz warten. Achso. Er ist wieder da. Die Etappe sieht auch komisch aus. Lachetappe. Wir sind mit 2 in der Gruppe, ne? Ja. Ist das was für Laporte heute? Weiß ich nicht. Werden wir sehen. Oder wenn Caleb eine plus 3 hat, vielleicht. Dann wäre Caleb Jugend natürlich kein Kandidat. Und der kommt eh was die Flucht durch.
Ja, am Anfang so hügelig ist. Ja. Muss da jemand geben, der es kontrollieren will. Ja. Die Tappe lädt relativ lange bei mir. Ja, bei mir auch. Ja. Es generiert Vegetation. Oder Gewässer. Gewässer, ja. So. Sind wir mit dem Podium angelangt? Ja, die laden gerade. Pedersen, Cavendish, Zingel. Ne? Jetzt ist fertig bei mir. Klare Texturen noch. So, bei 195,2 Kilometer dürft ihr angreifen. Ach du Scheiße, die Form wieder noch schlimmer als gestern. 195,2. Naja. 195,2. Jawohl. Ach, keine Ahnung, ich hab's gesagt, plus 3. Ich glaube auch. So, ihr dürft starten. Die wird's wohl nicht.
Wie spricht der bei euch Maika aus? Gar nicht gehört. Okay, bei mir sagt er Maschka. Jedes Mal, ey, Maschka, Maschka. Wenn man Massensprint probieren, Slevin, oder bist du vorne drin? Nee, bist du vorne auch nicht drin. Also ich hätte gerne einen Massensprint erst, also, ja. Gut. Aber mal gucken, ob man ein bisschen kontrollieren kann. Ja. Ja, ne? Ja, erzähl mal was. Ja, was denn? Bräuchte man ein Roadbook. Ja, wo ist das? Welche Tabelle ist es im Real Life? Wissen wir das? Nein. Würde man sagen. 15, glaube ich. Könnte es zumindest sein. Ich schau mal nach. Schau mal nach. Bis das so geht. Carcassonne? Könnte sein, ne? Ja, ja. Was, 15? Ja. Ja, guck mal. Ja, da hat ein Auge für. Ja, da erinnere ich mich. Sieht aus wie eine 15. Daran erinnerst du dich? Ich nicht. Ja, da erinnere ich mich. Passiert? Oder wer hat gewonnen? Philipsen hat gewonnen. Überraschung. Ja. Der hat sich da gegen Van Aert und Pedersen durchgesetzt. Also, ich Pedersen gegen Philipsen, das wird es heute auch geben. Platz 4 übrigens, Peter Sagan. Doch, echt? Ja, das war 22. Das ja, ich habe den Sprint sogar noch vor Augen. Ja, der war ziemlich eng. Ja. Ja, genau. Ich kann mal lesen, was ich da, was habe ich denn da eigentlich zur grundsätzlichen Vorschau geschrieben? Alles falsch, bestimmt. Ja, warte mal, ich nur den kleinen. Ich mache immer eine Vorschau richtig krass ausführlich. Und da tippe ich dann auch einen Fahrer und so weiter. Und eine Vorschau mache ich ja schon Monate vorher. So zwei Zeilen oder so. Mhm.
Schauen, ob ich da was geschrieben habe. Mike. Maschka, wer sagt das wieder? Dann macht der Kommentator aus. Nee, ich brauch das. Sonst ist Ducky zu langweilig. Ja. Okay, ich lese mal vor. Ja, Maschka. Ja, jetzt habe ich es auch gehört. Ja. Ich lese mal vor, was ich geschrieben habe, und zwar das Erfolgsrezept für die 15. Etappe lautet wie folgt. Wer die Côte de Camargue, oder wie das heißt, übersteht, der sprintet in Carcassonne um den Tagessieg. Einigen wird dies sicher gelingen, Wout van Aert mit Sicherheit. Daher könnte heute im Kampf um das grüne Trikot eine Vorentscheidung fallen. Denn wenn Jumbo-Visma ernst macht, könnte die Côte de Camargue für viele Konkurrenten zur Endstation werden. So nämlich. Naja, Wout van Aert ist in der Punktewertung aber bei uns nicht wirklich ein Kandidat. Ja, bei uns ist eher Philipsen und Pedersen. Ja, wobei es ja realistisch eigentlich. Naja, okay, Wout van Aert wird immer Wort mitreden auch. Ja, wenn er dabei wäre. Es kommt auch immer drauf an, ob er darf in der Realität. Ja. Wobei ich erst bei Philipsen schon einen starken Eindruck da im ganzen Remo gemacht habe. Also da, wenn der dritte Brot, wird es auch schwierig sein, das grüne Trikot dem abzunehmen. Auf jeden Fall. Ich glaube, fast das ist eigentlich unmöglich. Das ist, glaube ich, schon fast gebucht, wenn er nicht irgendwie in der Krise kommt. Das ist tatsächlich aktuell so ein bisschen das Problem bei den Sprintern, dass der, der im flachen Sprint der allerschnellste ist, auch tatsächlich gut über Hügel kommt. Und das ist eigentlich... Also soweit ich mich erinnere, war das noch nie der Fall. Weil bisher war der Schnellste in der Ebene am Hügel meistens nicht ganz so stark, zumindest nicht so stark wie er. Ja. Weil so Leute wie Pedersen oder so, die würden ja eigentlich am Berg versuchen, den abzuhängen, aber das kannst du vergessen. Ja, Matthews fand ich überraschend. Ja, der kann sowas halt mit seiner Erfahrung und der Länge der Strecke, da wird er immer stärker. Ne. Voll krass war ja, wenn du es von oben geschaut hast, wie die über die Ziellinie fahren, hat es ausgesehen, als wäre Matthews vorn. Fand ich sehr spannend. Und da mein Zielfoto halt anders. Da wirklich das Gefühl, das Bild hat gesagt, eigentlich der Messus hätte es gewinnen müssen, wenn er dann das Rad richtig nach vorne bringt. Tigersprung verkackt. Ja, genau. Ja. Ja, und Matthews hat nicht so einen langen Lenkervorbau und deswegen ist der eher gestaucht und wenn der muss einen perfekten Tigersprung machen. Philipsen hat es halt perfektioniert, der macht den schon seit Jahren perfekt. Und Matthews hat den da ein bisschen verkackt und das sind dann die entscheidenden Millimeter wahrscheinlich gewesen. Gefühl vom Körper ist er vorne gewesen. Das ist krass. Von oben das Bild ist Wahnsinn. Von oben das Bild ist, mit dem Körper ist er 10 Zentimeter vorne. Ja, genau. Vorderrad ist er 10 Zentimeter hinten. Genau, ja. Oder vielleicht sogar 20. Das war gar nicht so. Und da würde ich mich halt krass ärgern, weil da weißt du halt genau, okay, ich persönlich war eigentlich vorher über der Linie, aber mein Rad nicht. Let's go.
Oh, am nächsten Tag fahren wir ja die Mur de Peguer. Mhm. Nice. Erst eigentlich noch diesen anderen Radsport-Simulator, den, weißt du, der so rundbasiert ist? Nee, den habe ich bloß kurz mal angespielt. Ich habe es irgendwie nicht verstanden. Ich habe mal eine Folge angeguckt, aber irgendwie habe ich nicht gecheckt. Ja, aber da muss man, wenn man das Tutorial selbst durchspielt, dann checkt man das schon. Ja. Aber es ist an sich echt ein geiles Spiel, muss ich sagen. Also ich fand es ganz cool. Sieht schon ein Basketball-Manager aus. Bitte? Wie sieht's denn mit dem Basketball-Manager aus? Nee, den habe ich ja nur 2 Folgen oder so gespielt. Das ist das Problem beim Basketball-Manager genauso wie beim bei diesem Manager von American Football. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Draft Day Sports heißt der. Das ist an sich schon geil, aber das Problem ist, wenn du überhaupt keine visuelle Darstellung hast. Also beim Basketball-Manager hast du das zwar, aber die ist halt sehr schlecht. Und ich will halt eine geile visuelle Darstellung. Also es muss ja nicht so gut sein wie beim F1-Manager, aber ich meine, beim Radsport-Manager finde ich es auch schon sehr, sehr gut gemacht. Da bist du richtig drin im 3D-Match oder Modus oder was auch immer. Und Fußball-Manager geht auch noch. Das soll ja jetzt dann eh besser werden in ein paar Monaten bei der neuen Version. Aber Basketball-Manager ist halt echt schlecht und bei Draft Day Sports, da hast du halt eigentlich gar keine Darstellung. Da fehlt irgendwann halt irgendwie so der Spaß, finde ich. Ich will es ja sehen. Ja, was meinst du? Naja, gerade wenn es YouTube ist, dann macht es ja keinen Sinn, wenn es nichts siehst, dann nur. Ja, ja. Und ich bei Basketball-Manager und auch bei dem rundenbasierten Radsportspiel, es macht schon Bock, beides, glaube ich. Aber ich glaube, das ist für ein Let's Play, ist das beides komplett ungeeignet. Aber ich mache jetzt eh weniger Let's Plays und schraub das runter alles und ich will Multiplayer eigentlich vorwiegend zocken, weil das einfach am meisten Spaß macht, muss ich sagen. Ich dachte, du kochst ein bisschen mehr. Ja, das mache ich eh jeden Tag, Alter. Ja, gut. Man muss ja essen jeden Tag, bleibt einem ja nichts anderes übrig. Ja, ich habe sofort jeden Tag neues Kochvideo. Nee. Oh, ich hätte gedacht, du machst einmal in der Woche groß und dann auf Tage verteilt in Tupperware. Ja, das mache ich schon auch, aber ich esse ja nicht die ganze Woche das gleiche Essen. Das hätte ich jetzt eigentlich schon gedacht. Nee, ich verteile es dann schon auf ganz viele Tage. Bei den Mengen, die du da immer machst. Ich denke mir immer, ich kann so ganz Großfamilie davon ernähren. Ja, vielleicht hat er ja sehr viele Kinder, weiß ich ja nicht. Ja. Könnte sich eine Großfamilie ernähren. Könntest du auf die Baustelle damit gehen, dann können sie alle mal satt machen. Ja. Da waren genügend Leute. Ja, das Geilste war irgendwann, das ist schon 3 Jahre her oder so, oder 4, was weiß ich, da habe ich zum ersten Mal diese Brezenknödel gemacht. Und dann war ich beim Einkaufen, das war so ein spontaner Einfall, dann habe ich einfach mal Brezen mitgenommen und dann habe ich keine Ahnung gehabt, wie viele. Und habe ich danach in diesen Rechner im Internet eingegeben, wie viel Gramm Brezen ich habe und wie viele Portionen das ergibt. Und dann sind irgendwie 25 Portionen rausgekommen. Und da habe ich mir auch gedacht, Alter, was ist denn jetzt los? Und dann habe ich ja wirklich 25 Portionen gemacht. Ja, ich habe das alle gemacht, natürlich. Und dann habe ich halt wirklich ein halbes Jahr Brezenknödel im Gefrierfach gehabt und immer wieder essen können. Wie viele Töpfe waren das, wo du da gemacht hast? Das war viel zu viel einfach. Ich habe das komplett falsch eingeschätzt. Aber das ist gut. Einmal richtig heftig kochen und dann hat man ein halbes Jahr das Essen. Kann ich nur empfehlen. Aber nicht vergessen... Ein halbes Jahr jeden Tag das Gleiche. Bitte? Ein halbes Jahr jeden Tag das Gleiche, das wäre... Nein, das natürlich nicht. Eben nicht, du kannst dann ein halbes Jahr die ganze Zeit switchen. Das ist ja das Schöne. Ja, du musst 7 essen, einfach so für ein Jahr kochen und dann ist immer Montag das, Dienstag das und dann hast du immer... Nee, das würde ich nicht wollen. Das wäre ja zu viel. Nee, ja, man kann ja auch so Pizzateig einfrieren oder was weiß ich, alles Mögliche. Brauch halt eine große Gefriertruhe oder einen großen Gefrierschrank, das ist halt so ein bisschen die. Genau. Und nicht vergessen, die Tupper waren dann auch zu beschriften.
Sonst steht man da. Es könnte Gulasch sein, es könnte Bolognese sein. Ich bin mir nicht sicher. Ich nehme es einfach mal oder raus. Oder eine Roulade. Oder eine Roulade, ja, ja. Das ist manchmal echt lustig. Da wird man ganz schön überrascht. Du machst einfach ein Überraschungspaket. Du greifst einfach rein und das, was du erwischt, das gibt's ja. Ja, meistens ist es dann aber eine Enttäuschung. Weil man stellt sich dann was vor und dann ist es was anderes und dann hat man sich schon drauf eingestellt. Ja. Mystery Box ist es dann halt. Ja. Mailand sagt die große. Ah, sag mal. Geht's ab. Simon hat Bock. Geht's aber richtig ab. Ich wollte Tempo machen, aber nix da. Voll hinten raus. Chikone ist raus. Ich glaube, die kommen durch. Weiß ich nicht. Kann sein, ne? Glaube schon. Obwohl. Ja. McEwen will halt nicht mitsprinten. Voll Pfeife ist es. Da gleich mit Bussato ein, aber ist gerade voll platt. Gut zu warten. Wenn du es hatte, würde ich da vorne auch sowieso nicht helfen. Nee, nee. Das stimmt. Na gut, das Buchmann jetzt nochmal Tempo macht. Eng. Sind noch drei Leute vorne. Naja. Kumi, dein Team? Ich bin schon dran am Zurückkämpfen, danke. Kein Ding, kein Ding.
Der Abstand wurde aber wieder größer, ne? Jetzt hier über den Hügel halt. Mhm. Die Frage, ob irgendjemand nachfahren will. Beziehungsweise wären wie viele das mal. Damit steht und fällt es halt. Ich glaube, Asgren holt sich das. Ja, kommen auf jeden Fall durch, die drei. Stark. Ah, weiß ich noch nicht. Oder? Da vorne sind sie ja schon. Was geht jetzt ab? Na. Haben sich, glaube ich, angeguckt, könnte das sein? Ja, ich hatte keine Energie mehr. Aber es geht, schaffen trotzdem. Aber da vorne weg ist. Kusatsu gewinnt das, ich lach mich kaputt. Und Pedersen, komm! Ja, meisten ausgeruht. Also, ja, da kann er sich bei uns bedanken. Ja, ja. Er hat halt Philipsen hinten, er muss halt auch nicht so wie ihr. Ja, er hat es an sich mega gut gemacht. Ich meine, mit Busato eine Tour de France-Etappe gewinnen ist geil und er hat vor allem natürlich hinten dadurch auch nicht so viel arbeiten müssen. Und vorne auch nicht. Also das war schon clever. Alles für nichts. Clever gemacht. Und ich habe jetzt auf jeden Fall gut Punkte geholt. Aber natürlich viel, viel weniger, als wenn der Busato da nicht gewesen wäre, verdammt. 20 Punkte. Ich bin auf jeden Fall jetzt vorne in grün, oder? Yes! Schade, Timmy. Ja. Wir haben es versucht. Ja. Ja, konntest ja noch. Boah, das habt ihr echt lieb gemacht. Ja, das ist einfach ausgenommen. Aber du hast dadurch auch einen hohen Preis gezahlt, ne? Ja. Also, ich meine, du kannst grün natürlich trotzdem locker noch gewinnen, aber das ist jetzt erstmal. Wäre es aber besser gewesen, wenn der dritte Platz auch noch weg gewesen wäre. Ja, ja, klar. Natürlich, klar. 12 Punkte jetzt vor Segel. Ja. Ich meine, das ist ja nichts, wenn du Erster wirst und ich Zweiter auf einer Etappe. Sie gibt ja auch 200 Punkte, also es ist ja schon. Eben, also. Das hat er jetzt schon mal gewonnen. Eben, alles richtig gemacht, vor allem du hast ja jetzt noch einige Etappen Zeit, um das wieder rauszuholen. Ja, ja. Ach Gott, noch vor. Vor. Gut, dass Sepp Kuss eben wieder eine super Form hatte. Bergetappen werden wieder schlecht. Thank you.
So, 172,7. Okay. Dürft ihr das Rennen eröffnen. Sorry, ich habe gar nicht zugehört. Wann dürfen wir das Rennen eröffnen? 172,7, lieber Tim. Okay, dankeschön, lieber Tim. Warst du wieder mit den Gedanken im Roadbook? Nee, ich muss hier gerade noch meine Fahrer einstellen, dann kann ich nicht noch zuhören. Alles geht nicht. Das stimmt. Alle geht nicht. Wann war jetzt nochmal? Schon lang. Entschuldigung. Ich frage mich nur, warum niemand geht, aber. Sag mir bitte nicht, dass jetzt wieder wegen dieser Bergwertung hier so ein Tempo ist. Scheint so. Das ist ja wirklich, also das ist ja verrückt. Das ist echt verrückt. Sich dafür aufzuopfern, also. Gibt's einen Punkt, oder? Ja, klar. Ja. Yep. Wahnsinn. Also, das ist eigentlich so ein Guillaume-Martin-Move. Der wird sowas machen. Der Philosoph auf dem Fahrrad. Ja. Warte, ich verliere meine halbe Mannschaft hinten schon wieder. Ist ein bisschen zu schnell hier vorne.
drehen schon wieder alle durch. Ist denn wirklich alle durch? Was ist denn hier los? Wieder wegen einer, jetzt wird wieder um eine dritte Kategorie Bergwertung gesprungen. Ja, aber doch nicht im Hauptfeld. Was ist denn los, Alter? Ich weiß es nicht. Das gibt es doch nicht. Das ist völlig verrückt, was hier passiert. Ich gehe vor allem nicht, wer hier. Also, hier muss irgendeiner durchweg Tempo fahren. Ja, ich frage, wer das ist. Ja, gut, gerade bist es du. Ja, aber das war ja jetzt, weil ich in der Gruppe war. Die Dynamik habe ich jetzt gar nicht verstanden. Nee. Immer das Gleiche. Ich frage mich vor allem immer, wer das macht. Warum können eigentlich die, die in die Flucht wollen, nicht einfach attackieren? Also das wäre ich dann wirklich sauer. Jetzt wird schon wieder Tempo gefahren. Philippsen. Sprintwertung. Also, wenn man 70 Kilometer lang eine Sprintwertung kontrolliert, müssen wir uns in der Zukunft echt Gedanken machen, ob wir die irgendwie umplatzieren. Nee, aber der macht jetzt, weil ich vorne bin. Vorher ist, glaube ich, eher nicht gefahren. Ja, gut. Aber wenn man, also... Weil das hat aber nichts mehr mit Radsport zu tun, 70 Kilometer lang Feld zu kontrollieren wegen der Sprintwertung. Nee, ich bin gerade erst eingestiegen. Nee, vorher war wir anders aktiv. Ich weiß aber nicht, was da das Problem war.
Milan. Oh, wer hat jetzt die gewonnen? Das muss uns Tim mal mitteilen. Mm-mm. Ich teile jetzt aus Protest nichts mit. Muss mich jetzt hier konzentrieren. Hey, da können wir nichts dafür. Wir haben das Ding nicht kontrolliert. Ja, alles gut. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Chill. Chill. Wir müssen aber ein bisschen jetzt hier Ruhe reinbringen. Ach. Ey, man kommt nicht weg. Was ist denn das? Doch, jetzt wird doch jetzt. Das mit diesen Wertungen am Anfang, das, da müssen wir uns was einfallen lassen. Das geht so nicht. Mit den Bergwertungen, wenn das nicht akzeptiert wird, dass es das nicht lohnt, dafür nur ein Fahrer nur minimal aufzurauchen für einen Punkt, dann... Ja, also ich weiß wirklich nicht, wir wissen ja gar nicht, wer es war und warum es war, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von uns wegen diesem einen Punkt dieses Tempo gemacht hat. Das wäre ja völliger Wahnsinn. Ja, also es sind Leute ja dafür gesprintet, das habe ich ja gesehen. Ja, aber das ist das, also wegen einem Punkt bei der... Ja, eben, das meine ich halt. Das ist ja nicht die erste oder zweite Etappe, wo ein Punkt so viel wert ist. Also. Ja, eben, weil das killt dann halt die Renndynamik, wenn da hier. Ja. Und dann geht es von der Einbergwertung zur nächsten und dann meint noch jemand, der müsste danach für die Sprintwertung fahren und dann hat man halt. Ja, das mit der Sprintwertung halt habe ich jetzt aber verstanden, weil ich habe ausgerissen, dass er dann die Lücke zufahren muss, ist ja logisch. Ja, aber da hätte man natürlich auch einfach mitgehen können. Ja, aber wenn du den. Das ging ja nicht, genau, aber wenn das du den Zug verpasst. Gesamtsituation. Genau, ja. Aber wenn du den Zug verpasst, musst du nachfahren, das kann ich völlig verstehen. Deswegen sage ich ja, ist es dieser Rattenschwanz dann. Ja, ja. Klar. Und das war ich von Anfang an das Racing dann bedingt. Gruppetto! Philipp, was fahren wir denn in A2? 55? Aber trotzdem fährt er jetzt Graydon Groves auch mit ziemlich er kontrolliert einem Einsatz hinterher. Okay. Ja. Aber so, Jungs, ich will die Etappe gewinnen. Ja gut. Könnte es aber natürlich auch der Flucht 2 Minuten geben, aber ich verstehe den, was du meinst. Wenn du es halt jetzt direkt zufährst, gibt es halt gleich wieder die nächsten Attacken und es geht immer so weiter. Ja, ich habe genug Leute. Ja. Yeah. Aber das ist ja genau das, was ich will. Ich war auch der an den ersten beiden Hügeln Gas geben hat. Ich will halt die Leute vertiegen, ne? Ich werde dich abstrafen. Du wirst mich abstrafen. Mhm. Wirst du am Ende von der Etappe sehen. Okay. Oh oh, das hört sich nach einer guten Tagesform an. Ich finde ja, wir sollten heute ein bisschen langsamer die Berge fahren. Hat Carapha es nicht so gut genächtigt? Nee, mal wieder nicht. Denkst du, der kriegt mal Plus, der dumme Hund? Hey, sag mal. Entschuldigung. Der ist wieder gesperrt hier. Ja.
als Ferocious Attack. Komm, hol Wasser, Bajoli, bitte, 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 bitte. Block den weg. Klappt sogar. Ich hab's kurz, ich hab einmal kurz mit Oedipus rüber gezogen. Caleb Ewan macht halt einen guten Job mal wieder. Ausnahmsweise. Ich glaube, heute verabschiedet sich Yates, aber er macht schon so viel Tempo. Das packst du rein, ne? Der Computer. Und ja, da keine Probleme mehr mit. Oh, das ist gut. Wenn der raus ist, ist gut. Ich glaube. Ah, meine Jungs bleiben wieder hängen. Klassiker. Wo ist denn das gelbe Trikot? Ich sehe es nicht. Ach, da. Ja, Caleb Ewan greift ihm das gleiche Lenker, gell? Der ist jetzt schon daneben. Das war jetzt seine letzte Tat. Oh, Slevin, probierst du mit Pedersen über die beiden Einserhügel zu kommen? Mit wem willst du die Etappe gewinnen? Wart ab. Ich glaube, du gewinnst sie auf jeden Fall nicht. Was wird denn hier so Tempo gemacht die ganze Zeit? Ja, ich will ja nur die Etappe gewinnen, hat er doch gerade gesagt. Okay. Ja, ich nicht, auf jeden Fall. Wie geht's Philipsen? Der wird es nicht überleben, da musste keiner. Nein, der ist im Gruppetto. Ach so. Der ist doch gar nicht. Guck ich jetzt auch. Die nicht. Kraft spare ich mir. Ja, und ich hoffe einfach, dass du es nicht schaffst. Nee, ich spare es mir auch. Das wird eine GC-Etappe. Ja. Da kannst definitiv. Du vergessen, dass wir da Punkte holen. Ich hätte halt gedacht über die Gruppe vielleicht, aber das war ja auch nichts. Ja. Nee, da sparen wir uns Kräfte. Das ist ja Schmarrn. Ich bin damit raus aus der heutigen Etappe. Toll. Kann ich schön berichten. Jetzt ist K.O. Wenn du mal Zeit hast, Tim, dann kannst du mal gucken, wer die Sprintwertung gewonnen hat. Ja, jetzt ist der richtige Moment. Genau. Jetzt ist richtig gut. Danke. Ja. Für den guten Einfall. Du hast die Weisheit mit Löffeln gegessen. Milan vor Pedersen vor Philipsen. Milan vor Pedersen vor Philipsen. Oh, das ist okay. Das ist? Ich hoffe, A25 kommt in der Karenzzeit rein. Na, Thomas, wie geht's dir? Super. Sicher. War kurz am Limit, aber jetzt geht's. Ich glaube, weil heute ist ein Tag, wo dem seine Beine sich nicht ganz so gut anfühlen. Oh, da gibt's jetzt die Revenge. 23 Mann noch vorne. Wahnsinn. Ich glaube, da war was im Müsli, das da nicht reingehört hat. Und Yates ist weg, oder? Ich glaube, ja.
Ja, jetzt ist noch 3, ja. Das sind wir mal. Mhm. Verabschiedet sich aus dem Top 5 im Gesamtklassement. Ja, da wird er heute viel, viel Zeit verlieren. Wenn es reicht, also könnte auch was sein, dass er weiter zurückfällt. Also die Lower Heroes wollen die Etappe gewinnen, oder was? Vielleicht, mal gucken, wie die Beine sind jetzt. Mit Groves im Sprint? Jupp. Ich habe einen Fahrer dabei, der wird Groves à la Fidal hier abstellen. Naja, ich sehe da ganz ehrlich aktuell Laporte als Etappenfavoriten, aber schauen wir mal. Ob der da drüber kommt. Eigentlich ist es zu hart. Ich glaube, das wird eine GC-Etappe am Ende. Ich kann mal vorlesen, was ich da geschrieben habe. Am letzten Ruhetag konnten sich die Fahrer im wunderschönen Carcassonne etwas erholen. Doch heute geht es direkt mit einer anspruchsvollen Etappe weiter. 4 Bergwertungen müssen absolviert werden, wobei nur die letzten beiden wirklich von Bedeutung sind. Sowohl der Port de l'Air als auch die Mur de Peguer sind im Durchschnitt steiler als 7%. Auch wenn heute die Fluchtgruppe den Tagessieg unter sich ausmachen darf, dürfen die Klassementfahrer dieses Teilstück nicht unterschätzen. Wer nach dem Ruhetag traditionell schlechte Beine hat, könnte heute eine böse Überraschung erleben. Und in echt gewann wer die Etappe? Hugo. Garantiert. Vor Madouar Wutz. Jorgensen, Storer, Vlasov, Toins, Geschke, Pugadou, Caruso. War halt eine klassische Fluchtgruppenetappe. Nicht so bei uns. Da wird es eine knallharte Königs-GC-Etappe. Oh oh, was passiert hier? Da wird schnell reingefahren, Thomas. Wir verfolgen das jetzt hier. Thomas geht als Erster über die Kuppe, oder? Ja. Das ist ja krass, Laporte ist ja noch dabei. Ja eben, ich sage ja, Laporte könnte die Etappe gewinnen, aber Thomas und Cass schließen sich zusammen, eventuell in der Abfahrt noch Hindley, aber dann kommen auch schon Laporte und Almeida. Alter, was hat Laporte für eine Tagesform? +3. Oh, das ist ja krass. Dann kann der die Etappe gewinnen, wenn du nochmal vorkommst, aber der muss wahrscheinlich jetzt arbeiten, ne? Natürlich muss er jetzt arbeiten. Komm, ja, was macht, wir ziehen zusammen. Was macht Thomas jetzt? Thomas und Cass müssten sich eigentlich einig sein. Du kannst die Etappe haben, Cass, wenn du mit mir arbeitest. Hindley wird eingeholt von Almeida und Laporte. Würde ich machen. Ich probiere es. Ich ziehe voll für dich mit. Ja, ich habe gerade nur noch keinen gelben Balken. Ja, so, ich auch nicht. Okay, ich glaube, du hast auch ein Interesse, dass das Ding wieder zurückgeholt wird, oder, Cass? Der war wohl nicht weit weg. Ja. Ich muss ein bisschen ausruhen. Ich helfe dir jetzt mit, ja. Wenn du mir die Etappe lässt. Ich lasse dir jetzt. Bin ich voll dabei. Ich hänge mich nur an dein Hinterrad im Ziel. Ja, passt. Abstand 43 Sekunden. Was ist das für eine spannende Tour de France? Ich ziehe dich in einen flachen komplett. Ja. Laporte wird jetzt natürlich zum absoluten Edelhelfer. Hinten stoch Laporte rein. Nicht zu schnell. Ja. Unser bester Fahrer befindet sich 17 Minuten hinter der Spitze in A18. Ja. So viel zum Zwischenstand. Ja. Gib so viel du kannst, lass dir noch ein bisschen Geld, dann übernehme ich. Ja. Sag, wenn ich übernehmen soll. Ich kann auch noch ein bisschen. Ja, sonst übernimm du. Ja, ich komme. Geh nach vorne. 40 Sekunden, 38 Sekunden, 37, 36, 35, 33. Eine Tendenz ist erkennbar.
Häng dich einfach dran, häng dich einfach dran. Nee. Zieh das durch. Und jetzt geht Almeida. 20 Sekunden nur noch. Kannst du nochmal einen Pull? Dann häng ja, mich an dich ja, dran. Ja, ja. Ich häng mich an dich dran ab jetzt. Zieh du. Es läuft alles wieder zusammen, oder was? Nee, ich kann. Könnte ein knapper komm, Abstand sprinte werden. Einfach, sprinte, let's go. Ja. Sehr schön. Da bin ich gespannt. Noch ein paar Sekunden. Und Almeida hat auch noch mal ein paar Sekunden verloren. Ja, da müsste es eine Lücke geben, auf jeden Fall zu Carapaz. Ich glaube, Almeida kriegt die gleiche Zeit, oder? Wie die anderen beiden. Nee. Nicht? Der wird noch mal 3 Sekunden kriegen. Ich bin im DC richtig nach vorne gegangen. Ich bin auf Platz 10. Das war jetzt richtig schönes Teamwork vorne zwischen Cass und Thomas. Der eine kriegt den Etappensieg, der andere profitiert im GC groß davon. Das war schön. Tim, wie fandst du es? Sehr schön, sehr schön. Die Tagesform von Almeida war nicht so berauschend mit -2. Oh, dafür war es aber noch ganz gut. Dafür war es sehr gut. Dafür wäre ich jetzt noch hier in bergauf unterwegs. Ja, ist ja voll locker, chill. Ja, ja. Es bleibt spannend. Das Ding ist, Tim, ich habe das ITT halt nicht mehr geübt, ne? Da wirst du mich tagen. Ich bin mir da nicht so sicher. Wenn ich wieder -2 hat, bringt mir das auch nichts. Na gut, so ist das, ne? So ist es. Aber mit der -2 hast du bis auf der Etappe noch gut. Also auf einer anderen Etappe wäre es schlimmer gewesen. Ja, das stimmt. Und Laporte war natürlich da für dich, ne? Ja, +3 gehabt. Chef, du hättest Laporte nicht gehabt, dann wäre es richtig bitter geworden. Ja. Das sieht man mal wieder bei euch beiden. Bei euch beiden, bei dem Fight, sieht man jetzt richtig krass, wie wichtig es ist, gute Helfer dabei zu haben. Ich würde sagen, die waren ziemlich even. So, die Schnarchnasen in Orange sind auch im Ziel. Ja, aber schön gefahren, Kass. Ja, doch, war sehr gut. War sehr gut. Richtig. Ich bin auch auf 7 jetzt. Ja, sehr gut. Zwei Minuten 12. Oh Gott, Peter Gurt. Muss das jetzt gleich die Frage, wird die Gruppe weggelassen oder wird bis zum Sprint gefahren? Also von mir wird sie weggelassen. Also wenn die Leute, die die Sprintwertung wollen, sollen einfach in die Gruppe gehen. Genau. Also nicht 40 Kilometer lang Tempo machen. Das muss man sich mal in der Realität vorstellen. Ein Team macht 40 Kilometer lang Tempo für eine Sprintwertung. Der sportliche Leiter wird danach umgehend entlassen. Und die Fahrer sagen zu dem, bist du deppert. So, jetzt beruhigen wir unsere Gemüter und ab 130,1 geht's dann wieder los. Du machst es gut. Sehr gut, ja. Du machst es super. Das ist richtig professionell. Ja. Genau so muss es sein. Ich Alter. Ich jetzt gerne was zu trinken wollen. Bleib direkt stehen, einfach. Der bleibt einfach, der Kevin, der will nicht mehr. Der bleibt einfach stehen. Ja, besser ist es, wenn der nicht mehr will. Hey. Ist das Karriereende die beste Option. Hey. Der gewinnt noch, der gewinnt auf der Champs-Élysées die Etappe. Ach so. Das ist der Plan. Es muss ja ein richtig geiles Ende sein. Wenn der hier jetzt irgendwo Alt US gewinnt, das interessiert ja keinen. Ja, klar. Verstehe. Es muss schon richtig der Knaller sein.
Venture und dann mit Bums und mit dem Knall. Ganz genau. Oh Gott, ich bin hinten schon wieder abgehängt, sehe ich. Kann doch nicht wahr sein. Alter, wie komisch bewegen sich denn die Fahrer hier? Okay, das können wir schon wieder vergessen. Ich breche es gleich mal ab. Ja. Nee, geht doch. Also, falls ihr meinen Tiller da gerade gesehen habt, das war nicht absichtlich, dass der am Sprinten war. Den habe ich gespottet. Ja, das war wirklich nicht absichtlich. Der ist einfach mit. Kommt das schlechte Ding. Gewissen jetzt. Ja, irgendwie tut mir Tim ja auch leid. Nein, Spaß. Welchen meinst du? Dich. Ich weiß nicht, welchen ich meine. Die Tour ist ja noch nicht vorbei. Nein, um Gottes Willen. Der ist noch. Deswegen. Ist noch alles möglich hier. Alles lila vorne. Ja, doch nicht. Rosa. Und lila. Das Ding ist, um vielleicht mal ein bisschen meine Entscheidung zu rechtfertigen. Also ich hatte letzte Etappe plus 3, deswegen habe ich einfach all in. Du hattest plus 3? Ja, ich hatte halt auch oben noch richtig gelb, aber du konntest halt nicht so einen krassen Unterschied machen auf der Etappe, ne? Krass, ey. Das ist halt bei das euch beiden. Du warst 5 Form besser als ich. Ah. Das ist schon heftig. Ja, 5. Ja. Jetzt weißt du mal, wie das ist mit meinem Tau. Und wenn der dann noch Wasser holt wie so ein Trottel, dann stehst du da. Dann stehst du. Abendsmann hatte eben minus 3, der hatte 60 Zähigkeit oder so, oder 61. Ja, ach, kannst du durch die Abzüge. Das Ganze dann hat doch 4 Minuten kassiert. War der noch richtig im GC drin? Naja, ja, er war 6 davor. Okay, das ist dann bitter. Das ist halt das ist die Gefahr bei den nicht ganz so guten GC-Fahrern. Wenn die halt mal einen schlechten Tag haben, dann verlieren die halt nicht eine Minute, sondern dann verlieren die halt gleich noch 5. Ja, dann wurde es halt auch die ganze Zeit hart gefahren, das kam dem gar nicht entgegen. Nee. Ich würde auch echt ein guter Fahrer fahren gelassen, ne? Mit Kemner, 11. Platz. Der sollte sich wegschleichen. Das Schleichen wurde damit unterbunden. Wo denn? E2. Ich bin blind, aber was war E2? Ja, gut. Ich hab 12 Minuten. Also. Dir kann das egal sein. Ja, für unser ersten Bein ist es egal. Denke ab, Yates. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Oh. Oh, Philipsen vor Pedersen. Ah. So, wir ziehen es durch, oder Philipsen? Wir gewinnen das Ding. Ich glaube, Kemner zieht jetzt mal durch.
So, ich lese mal den Text vor. Ist es noch die richtige Etappe? Ja, glaube schon. Für viele Experten ist die heutige Etappe die heimliche Königsetappe. Sie führt über den Col d'Aspin, den anderen Berg und den anderen Berg. Und schließlich hinauf nach Perigord. Eieieiei, das ist enttäuschend. Beim Giro habe ich alle Berge ausgesprochen. Ja, beim Giro würde ich mir das auch eher zutrauen. Zur gefürchteten Ankunft am Altiport. Zwar gehört keiner dieser Berge zur Höchstkategorie, doch in diesem Fall macht die Masse die Klasse. Satte 3300 Höhenmeter sind zu absolvieren und das bei weniger als 130 Kilometern. Oh, stimmt, ich habe einen Kurs. Gut, dass du das nochmal sagst. Naja. Es war schon ein sehr enttäuschender Auftritt. Von mir? Naja, ich habe gedacht, ich erfahre jetzt, wie die Berge heißen. Ja, dann sag mir mal, wie der zweite Berg heißt, die zweite Kategorie. Courquet d'Ancison. Ja, das ist schön für dich. Ja, hätte ich jetzt mal vermutet. Ja, nee, also französische Sachen aussprechen, wo ich nicht weiß, wie die heißen, ist echt schwierig. Col d'Aspin, das kenne ich, aber das andere ist vom Aussprache her sehr schwer. Ah, was mache ich denn hier? Du bist kein geborener Radsport, obwohl, gut, Jens Vogt kann auch nichts aussprechen, kommentiert trotzdem. Peloton ist eigentlich immer die Krönung. Was sagt er? Peloton. Ja, ja, mei. Ich finde es nicht so schlimm, die Aussprache, mein Gott. Nee, es ist lustig, es ist halt einfach lustig. Ja, er ist halt sympathisch, der schert sich darum nicht und es ist ja auch okay. Ja, ja. Das Beste ist, wenn er auf dem Motorrad ist. Ja, ja. Aber er ist auf dem Motorrad, das ist immer ganz großes Kino. Wichtig ist doch, dass er einfach ein sehr, sehr sympathischer Mensch ist. Ja, und unterhaltsam vor allem. Sowohl, wenn die Kamera läuft, als auch, wenn nicht. Gut, das kann ich jetzt nicht beurteilen. Ja, ich schon. Der ist genauso, wie wenn die Kamera läuft. Das ist einfach der Punkt. Exakt. Okay. Der ist exakt genauso. Ja, schon oft mit ihm unterhalten. Eieiei. Beste war. Du hast mal interviewt. Ja, ja, sicher. Beste war Deutschland-Tour vor ein paar Jahren oder so. Was? Vielleicht will er ja mitspielen, hat Ducky gesagt. Stell dich mal vor, da wird immer mal wieder so eine Pointe von Jens vorkommen. Wie geil das wäre. Geil, das wäre echt. Das wäre doch wirklich, also das würde auch neue Zuschauer anlocken. Damit können Sie Text schreiben, PCM mit Jens Vogt. Ja, absolut. Das glaubst, was das Klicks bringen würde. Ey, ich kann, das kann ich halt nicht bringen, aber ich glaube, wenn ich fragen würde, ich glaube, der würde mal mitzocken. Aber das kann ich nicht bringen. Auf jeden Fall, da war ich mit ihm und habe ich ihn interviewt und so weiter. Und dann war mein Interview bei der Deutschlandtour eigentlich schon fertig. Und dann war ich fertig und wollte halt jetzt weitergehen, weil ich ja noch weitere Leute interviewen wollte. Und dann hat der einfach mit mir weitergeredet. Und das Interview war beendet und dann haben wir uns bestimmt eine Dreiviertelstunde einfach so unterhalten, ohne Interview, einfach so. Und das ist halt schon geil. Klar, hat er dich dann so zurückgezogen? Nein. Ich meine, ich wollte eigentlich weitergehen, aber ich dachte dann, die Unterhaltung ist gerade so geil, das mache ich dann später. Und dann, das hat sich absolut gelohnt, weil das sind ja die geilsten Unterhaltungen. Also das war mega. Das ist typisch Jens Vogt. Das ist einfach ein cooler Typ.
Ja, ist doch mega. Anders als wie war es? Der Zabel. Gottes Willen. Da möchte ich on-cam nichts mehr. On, hier okay. Bin ich nichts dazu sagen. So, Bernal so, gewinnt die Bergwertung. Doch schon wieder ein bisschen ausgedünnt. Muss man ja doch mal so sagen. Ja, nichts mit Bummelfahrt hier. Heimliche Königsetappe, haben wir ja gesagt. Na, weiß ich nicht. In der Realität haben die sich einfach neutralisiert, gell, die beiden. War das die McNulty-Etappe, wo McNulty den heftigen Tag hatte? Ja, das war die. Ja, das kann sein, genau. Der ist Dritter geworden und Pogacar mit Vingegaard sind zusammen angekommen. Ja. Aber der Rest ist halt schon ordentlich auseinandergeflogen. Also der vierte, Jared Thomas, hat schon über 2 Minuten verloren. Das war schon krass. Das war schon eine heftige Etappe. Hoffentlich nicht wie heute. Genau, so. Wir fangen schon die Spitzen an. Genau. Heute schlägt die minus 3 zu. Leichtes Fieber bekommen über Nacht. Lampenfieber. Ihr kennt doch Thomas, wenn einer mit Ruhe was gewinnen kann, dann er. Ja, aber er darf halt auch nicht beim Zeitfahren zu viel Ruhe haben, wie beim Giro. So läuft es halt auch. Ja, zum Glück ist bei dem Zeitfahren keine gefühlt 9 Kilometer 15% drin. Aber ist gut. Oder 5 Kilometer, wie viel das waren. Ja. Schauen wir mal, was wird. Tja. Die Gruppe könnte eventuell durchkommen, wenn die hinten jetzt nicht komplett ausrasten wieder. Ich glaube, Hindley will halt gewinnen. Hindley-Sieg fehlt auch noch. Ja, stimmt. Dachi macht natürlich Tempo. Da fühlt sich Hindley wohl gut. Ja, valide. Er hat ja auch noch ganz viele Helfer. Irgendwo müsste es ja aufrauchen. Bringt ja nichts, wenn sie dir dann alle im Berg gleichzeitig wegbrechen.
Was ist denn hier schon wieder passiert? Ich hab's wieder nicht mitbekommen. Das ist sehr schade für die Zusammenfassung. Ich muss halt auch auf mich schauen. Im Leben. Auf jeden Fall hat sich da scheinbar Almeida abgesetzt. Yates auch? Nee, Almeida ist ja wieder zurück. KI hat jetzt was gemacht. Und Yates ist auch wieder zurück. Okay, jetzt gleich. Okay. Na gut. Jetzt haltet mal die Füße still. Da kann man jetzt ruhig mal die zwei Leute davon immer wegfahren lassen. Luisen, Alter. Ach, schade, das wäre so ein schöner Etappensieg gewesen. Das wäre so schön gewesen. Nee, Tomme.
Bleib, Thomas, bleib mal im Hinterrad von Petersen. Der will noch ein paar Punkte für die Sprintwertung. Sorry, geht nicht. Von hinten kommt Almeida. Jetzt lass mal den Petersen hier ein paar Punkte. Das wäre doch geil, wenn Petersen hier... Jetzt, Almeida, auf! Ach Gott, deswegen! Aber wie geil ist das denn bitte, dass Mats Petersen hier Siebter wird? Aber geiler Versuch mit in der Abfahrt. Ja, muss ich probieren. Das sind so Sachen, die es. Ich hatte zum Glück meine Elfer überall platziert noch. Ja. Petersen holt damit 9 Punkte für die Punktewertung. Ist das geil oder was? Plus 1. Ja, ich auch. Okay, wir reden nur über das Gesamtwertung, alles klar. Petersen stark. Petersen Platz 7, das ist halt dann doch nur die goldene Ananas. Nee, aber das sind 9 Punkte für die Punktewertung. Verstehst du das nicht? Doch, ich verstehe genau das, dass 9 Punkte für die Punktewertung sind. Ja, das ist genau doch geil. Das, was ich verstehe. Insane. Ja, das ist insane. Und Etappen 2, das ist auch nicht schlecht. Ja, das ist erwähnenswerter. Nee, finde ich nicht. 4. Etappensieg bei dieser Tour de France für Radioactive. Ja, ich muss sagen, Radioactive fährt eine absolut überragende Tour de France. Das muss man einfach mal sagen. Das ist einfach Wahnsinn. Heute kommt jeder vor Ladenschluss rein. So, bitte nicht gleich weitermachen, ich will noch kurz die Ergebnisse zeigen. Mal eben was zu trinken. Okay, I'm ready. Jetzt kommt schon wieder so ein Berggedöns. Hört das irgendwann mal auf? Musste irgendjemand kurz weg? Hatte gerade nicht irgendjemand was gesagt? Ja, ich, aber da kannst du schon machen. Nee, ich bin nämlich immer auch kurz, gehe auch kurz aufs Klo, mal kurz Pause. Ich mache Tempo bis zur Sprintwertung, Leute.
Oh Gott, der nächste Knaller jetzt nach Otakam. So, bin wieder da. Giftstar. Nach Otakam, das war eine der ersten Bergankünfte, die ich in meinem Leben gesehen habe, als Siebenjähriger. Gar nicht so lange her dann, oder? Nee, war vor ein paar Jahren. Das war damals, als quasi Bjarne Riis die Tour de France 1996 sozusagen gewonnen hat, als er Miguel Indurain distanziert hat und Co. Oh ja, ja. Da erinnern wir uns alle noch, als wäre es gestern, ne? Als er sich zurückfallen hat lassen in der Gruppe. Könnt ihr euch gerne mal Videos auf YouTube anschauen, sehr geil. Und dann fährt er an allen vorbei und zieht davon. Da ging dann ein Jahrzehnt, ne, von der Herrschaft zu Ende von Indurain. Ja, Indurain war nicht schlagbar eigentlich. Und dann kam Riis. Da ist er zu Telekom und hat gesagt, ich will Indurain schlagen. Und die Tour gewinnen. Und dann haben sie erst gelacht und dann hat er es getan. Und das war Otakam, war quasi die entscheidende Etappe für Riis damals. Da war ich 7, da hat mich das Fieber gepackt. Also lasst mich jetzt bitte gewinnen. Ich kann mich jetzt an Luis Aridien mit Ulrich erinnern. An was mit Ulrich? Da, wo er das gelbe Trikot sich geholt hat. 97? Dieser Bergankampf, ja. Ja, Andorra Alcalis. Oh, die letzte Bergetappe, ne? 139,6 Kilometer dürfte starten. Ist das die letzte Bergetappe? Ja. Oh Gott sei Dank. 139,5. Gott sei Dank geht das zu Ende. Und wieder hole ich keinen Blumentopf. Na, einen Blumentopf vielleicht schon. Ja gut, das schon. So, Jasper. Simon lädt noch. Jasper, wir gehen wieder in die Gruppe, oder? Jupp. Der Jasper, das wird noch schwer. Die letzten Etappen, die flachen Sprints, das wird nicht gut. Also die... Hier, Champs-Élysées, ach Gott. Was geht los? Wer lädt denn noch? Timon. Okay. Timon ist halt auch nicht arg gesprächig. Nee. Jetzt. Ich hatte gerade zum Glück mit dem Internet total Ausfall. Sorry, ich konnte nichts dafür. Alles gut. Ich hoffe, es funktioniert jetzt wieder. Was ist jetzt gerade der Stand? Also lädst du gerade rein oder was? Also ich jetzt das Spiel wieder neu starten. Ja, ich starte jetzt gerade wieder das Spiel. Achso, okay. Ja, abstürzen könntest du auch ruhig mal das ganze Spiel. Aber klingt ziemlich stabil inzwischen. Ja. Stabil ist schlecht. Egal. Die Namen aussprechen von den Bergen. Die Bergankunft nicht dazwischen plappern. Die Bergankunft im Skigebiet Otakam ist zu einem echten Pyrenäen-Klassiker geworden. Schon so oft fiel hier die Entscheidung im Kampf um das gelbe Trikot. 1994 distanzierte Miguel Indurain seine Konkurrenten. 1996 setzte Bjarne Riis ein Ausrufezeichen und im Jahr 2000 fuhr Lance Armstrong allen davon. So hat sich die Tourorganisation das vermutlich auch für dieses Jahr gedacht. Ja, geht los, Leute. Die Entscheidung soll heute erst fallen. Und obwohl die Ankunft in Otakam seit den 90ern schon fast Tradition hat, ist diesmal alles etwas anders. Ich lese gleich weiter, ich muss mich jetzt hier erstmal konzentrieren. Ja.
139,6. Lese ich hier vor und ihr fahrt mir davon. Ich glaube, es hackt. Geht ja gar nicht. So, ihr dürft schon starten. Bei mir bleiben erstmal alle stehen. Gott sei Dank, es beruhigt sich. So, ich lese mal weiter. Ja. Also, obwohl die seit 90er Jahren die Ankunft schon Tradition hat, ist diesmal alles etwas anders. Denn erstmals wird der Zielort vom Col de Spandell aus angefahren. Was die ganze Kletterei vermutlich nicht unbedingt erleichtert. Zumal zuvor bereits der Col d'Aubisque zu erklimmen ist. So. Wunderbar, genau. Richtig Bock auf mehr macht das. Und habe ich es gut ausgesprochen, Tim? Ist auch ja, zufrieden? Überragend. Überragend, ne? So nämlich. Lass ich mir nämlich hier nicht sagen. Wer hat sich denn schon das neueste Deutschland-Auswärtstrikot geholt von euch? Ich bin kein Deutschland-Fan. Doch. Ach so, Tim, Stuttgart läuft, wa? Stuttgart läuft. KSC läuft auch. Ja, ein Wunder. Schade, dass Länderspielpause ist. Ja, also, ja, gut. Ja, für euch, ja. Na, die waren auch schlecht. Mit deinem Jahn-Multiplayer, bist du im FM noch aktiv? Ja, aber ich mache keine Videos mehr. Du machst keine Videos mehr, oder? Nee. Und Livestream auch nicht mehr, oder? Nee, Livestream mache ich auch nicht, aber der läuft noch. Und Livestream, das ist halt einfach, im Radsport-Manager ist Livestream halt geil, weil alle Leute quatschen und alles, was die quatschen, kann man auch sehen. Und wenn ich Fußballmanager spiele, quatscht jeder von sich selbst und man sieht aber nur meinen Bildschirm und das macht überhaupt keinen Sinn einfach. Nee, so klar. Das ist einfach nicht unterhaltsam, also ich würde es mir nicht anschauen. Also in der Zusammenfassung war es ganz nett, aber... Ja, du müsstest theoretisch, müsstest du eine Regie haben, die dann immer dorthin schaltet, wo gerade was ist, dann wäre es geil. Wo gerade was los ist, ja. Aber das ist halt nicht umsetzbar. Wie früher so die Fußballkonferenz, ne? Tor in Hamburg, Rot in Bremen. Ja, sozusagen. Elfmeter in Lautern. So ungefähr, ja. Elfmeter in Lautern ist jetzt nicht mehr in der ersten Liga. An meiner Zeit waren sie es noch. Ja. Ja, auch. Ja, bist dann schon aufgestiegen, bist du zweite Liga, oder wie ist die Lage? Nee, ich bin jetzt, also wir spielen am Mittwoch
die Saison zu Ende. Ich bin Erster, aber ich habe 4 Punkte Vorsprung auf den Zweiten und auf den Dritten. Also es könnte noch in die Hose gehen. Nein. Ja. Okay. Aber die spielen gut, also ich bin sehr zufrieden. Das sieht gut aus. Na Thomas, wie hast du geschlafen? Solide, du? Ja, auch solide. Oh, beide plus eins. Die Blaskapelle vom Slaven Cycling Team ist jetzt vor das Saeco-Mannschaftshotel gewandert. Und Carapaz? Das gleiche wie die letzten drei Etappen. Ich habe also immer gleich plus drei. Ja, stimmt, das war gut. Gä? Gibst du? Nee. Ja, ich habe nur einen mit Plus. Du kannst es nicht mehr leugnen, Ducky. Du hast immer so einen Blick mit der Form. Also. Ja. Ich kann dir sagen, Cortez hat plus zwei. Ja, gut. Ja. Der wird am Berg langer und treuer Helfer sein. Der fährt ihm immerhin noch richtig ehrlich. Ja, der ist auch noch vorne. Ja, ist doch super. Schlepp den Carsi mal zu Punkten vielleicht. Der hat ja heute Zeit verloren, der Carsi, diese Lusche. Die hat's doch gelegt, oder? Hat's den gelegt? Okay, kann auch sein. Hat's mir jetzt vorher einer gesagt, hier, ich glaube, dass den gelegt hat. Wen hat's gelegt? Yukafi, oder? Weiß ich nicht. Hat es vorher nicht irgendjemand gesagt, dass den am Ende gelegt hat? Mit Bernal zusammen? Ja, nee, der Caruso. Das war Caruso. Caruso war es. Ach, Caruso, okay. Ja, ist ein langer Abend. Hast du wenig Schlaf gehabt. Pubi. Ich kann einfach nichts machen gegen die beiden. Also vor allem gegen Philips natürlich. Im direkten Duell, es ist einfach nicht machbar. Es ist echt frustrierend. Bei irgendwem hört man den Hintergrund? Ja, bei Ratio Bona. Sind meine Mädels zu laut im Hintergrund? Weg. Wie viele hast du? Frau und Tochter. Okay. Also zwei. Nur zwei. Ich auch. Aber die schaffen schon mal Lärm für vier, da weiß ich nichts. Unterstützen sie dich beim Radsport oder gucken sie dich mit verdrehten Augen an? Ist nicht so schlimm, weil meine Frau mich gerade voll mit Essen versorgt. Schön, das ist doch ein Traum. Verpflegungsstation. Genau. So muss es sein. So, wie ging das Ding eigentlich in echt aus? Das war hier der Vingegaard. Ja, genau. Ja, Van Aert. Das mit der Van Aert, abgestellt hat. Beste Leistung im Hochgebirge von Van Aert bis heute. 1:04 Ja, auf einmal, stimmt. Pogacar abgenommen. Auf einmal konnte Pogacar nicht halten. Ja, danach war das Ding durch. Ja. Das war eine epische Etappe tatsächlich, wieder mal.
Tim, wenn der langweilig ist, kannst du mal gucken, wie die Sprintwertung ausgegangen ist. Nee. Okay. Mach ich nach der Etappe. Oder wenn der Abfahrt vielleicht. Nach der Etappe, so bitte. Wenn nichts wird. Wir müssen uns ja auch mal aufs Wesentliche konzentrieren. Ja, das ist das Wesentliche für mich. Für jeden ist das Wesentliche was anderes im Leben. Korrekt. Für mich ist dann halt doch meine Perspektive am wichtigsten. Ja. Jeder denkt an sich, nur ich denke an mich. Genau. Clever. Kommt der Stuttgarter raus. Ja. Sag mal, nix gegen die Stuttgarter hier. Nee, nee. Das geht gar nicht. Das kann's nicht sein. Bin ich noch drin in der Etappe? Mein Game ist nämlich schwarz. Was? Mein Game ist. Ja, mach mal Pause lieber. Mhm. Sonst alt F4 am besten. Ja, habe ich gemacht. Ja, steht auch, dass du die Verbindung beendet hast. Ja, jetzt steht es dran. Ja. Davor stand es noch nicht. War ich da schnell neu? Dieser Dunbar, Alter. Ja, ich musste angreifen, weil die 20 Punkte sind so immens wichtig. Wenn ich die hole, glaube ich, ist ganz schwer, noch das Bergtrikot wegzunehmen. Ja, das ist, da werde ich keine Chance haben. Das Geile ist halt, dass du halt ein geiles Bergteam um ihn herum hast und ich habe halt nichts. Bei mir sind die immer nach 10 Kilometer Gruppetto. Ja, das ist auch die einzige Chance, die ich habe. Bergtrikot und Etappensiege. Und das geht diesmal gut hoch. Ja, da räumst du ordentlich ab, absolut. Okay, ich bin wieder da. Ich weiß nicht, habt ihr auf Pause? Ja. Oh, das ist sehr ehrenhaft, Jungs. Weiter, ja klar. Sehr logisch. Jetzt. Sehr wichtig. Tja, tja, tja. Killer DNF. Was? Ja. Gestürzt oder was? Jo, 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 Tiller steht. Tiller DNF? Okay. Jo, das steht einer. Jo. Ich los das gleiche aus, dann haben wir es hinter uns. Dann haben wir noch einen Sidespot. Muss das überhaupt auslosen, wenn danach noch 3 Etappen sind? Ja, ja, klar. Okay. Das muss man auch mal überarbeiten, aber aktuell ist das System so. Noch ein Crash. Das müssen wir mal überarbeiten, Tim, oder? Ja. Aber aktuell ist das das System. So.
Spannend. Wir haben ja sonst nichts zu tun. So, wie viele Tage fehlt er wohl? Und los geht's. Also wie viel Rennen? Wieso geht's nicht? Achso. Also es lebe, falls du nichts verpassen willst. Almeida hat gerade angegriffen. Oh nee. Ich los hier aus. So, er fehlt die drei nächsten Rennen. Herzlichen Glückwunsch. Ich verpasse hier wieder alles. Das kann aber nicht wahr sein. Oh, ist das dumm. Ist das dumm. Ja, selber schuld. Ach, die Beri bringt noch das scheiß Wasser, Mann. Wird es halt von jemand anderem zugefahren. Das ist halt. Ohne Worte. Unfassbar, wirklich. Wir haben heute, glaube ich, 30 Leute, die das Trikot von Thomas tragen, oder? Was meinst du? Achso. Ja, also es wurde alles zugefahren von und ich nicht ein einziges Mal war Thomas in der Führung. Also irgendjemand von dem Team. GG. Ja, die Frage ist ja, wer hat zugefahren und warum? In der Realität lässt man halt den Leader zufahren, egal was man selber vorhat. Nice try, Tim. Fahren wir noch hier in E4? Ja nicht, das ist halt. Ich glaube nicht, dass in E4 noch jemand fährt.
Oder was? Ja, wir können noch ein bisschen fahren. Ich hab noch ein bisschen. Ja, dann lass machen. Ja, bin schon dabei. Überhaupt wir, ich habe vielleicht den Überblick verloren. Wenn wir uns zusammenhalten hier, haben wir noch eine Chance, Leute. Die sind da vorne. Ja, die schnappen wir schon mal. Komm mal hier schon her. Beno sollte sich am besten mal zurückfallen lassen zu uns. Ich sehe sie schon fast. Ja, wir sehen dich auch. Ja, ich weiß. In einer unglücklichen Situation. Nee, du bist in einer sehr einfachen Situation. Jetzt weiterfahren bringt dir überhaupt nichts. Geh ich mal auf deine Erfahrung jetzt. Ja. So, wenn wir jetzt hier zusammenarbeiten, dann können wir die noch kriegen. Ich sag's euch. Rocco, einfach mit drei Leuten vorne, das ist ja nicht zu fassen. Alles für die Bergwärter. Ja. Oh, das ist eine ganz schwarze Etappe für mich. Oh, ganz blöd. Als ich diese Scheiße ausgelost habe, bin ich abgehängt worden vorne. Ich könnte mich so aufregen. Ich darf das nicht mehr machen. Ich dachte, es geht bergab, da passiert jetzt nichts. Alter, wie schnell die da vorne jetzt sind. Wir sind ja komplett chancenlos. Ja, das gibt's ja gar nicht. Ist ja unfassbar. Komplett chancenlos. Scheiße. Ich kacke in der Bergwertung jetzt richtig ab. Oh Mann. Oh, jetzt attackiert. Der wird rausgerechnet, ne? Ja. Ja, der wird rausgerechnet. Ja, Rocco spielt das eine. Also der spielt die Tour unfassbar gut, das kann man nicht anders sagen. Ich muss aber auch sagen, MVP aus meinem ganzen Team ist Dylan van Baarle. MVP war. Warte, ich kann dir raussuchen, wer MVP war. Chris Harper war MVP. Ah, ich hätte dich auch so wieder zugefahren. Ja, aber dann hättest du immer die Kraft verbraucht. Ja, das stimmt. So, Egan Bernal. Aufgegeben jetzt. Dunbar gewinnt die Etappe wahrscheinlich und die Bergwertung. Okay. Bernal wird Zweiter in der Bergwertung, würde ich mal behaupten. Und Platz 3 ist wahrscheinlich was zwischen. Wahrscheinlich holt sich das irgendein GC-Fahrer noch. Ich glaube, das werde ich gar nicht schaffen. Am Ende noch Bergwertung Dritter zu werden, oder? Keine Ahnung.
Schauen wir mal. Oh, ist das bitter, ey. Oh, ist das bitter. Ich meine, ich hätte nicht mit Dunbar vorne mithalten können. Da hat bestimmt auch eine gute Tagesform heute, oder? Eine Null. Also der hat eine Null, aber Kreuzweig und Chikone haben plus zwei. Ja, okay. Ja, das war schon krass. Kruiswijk wird sogar noch Zweiter. Bernal Dritter. Oh, das ist krass. Nee, gar nicht. De Plus wird noch Dritter. Auch nicht schlecht. Ja, mir leider ein bisschen zu sehr geschont. Vielleicht getimed. Und ich gehe jetzt noch komplett ein auf den letzten Kilometer. Ah, oh, ist das bitter, ey. So, in Sachen GC, Thomas erreicht gleich das Ziel und wird damit Molitor de France gehängt. Ja, wenn du attackierst, ist halt Gefahr, wenn dann nichts, wenn dann hinten jemand anderes hinzufährt, dann ist natürlich dabei. Du musst das riskieren dann. Ja. Und war der 13. Bin ich schon stolz drauf. Obwohl er geholfen hat. Also schade, der, Thomas. Plus 1. Das ist das geil, ich hätte wieder minus 1. Ja, aber das ist jetzt krass, Tim, dass du diese Rundfahrt immer wieder minus hast und er immer wieder plus hat. Ja, das ist einfach Glück. Das war sonst ganz oft andersrum mit anderen Leuten. Ja, ich sag ja, das ist einfach Glück. Ja. Aber dann, was willst du dann machen? Dann kannst du noch so gut taktisch agieren, dann ist irgendwann mal scheiße. Ja, natürlich. Das würde ich ja auch mit Brad Wright, hätte ich jetzt hier gesagt. Zeitfahren, ja. Minus 3 bei Thomas und plus 3 bei Almeida. Das reicht auch spannend. Ich glaube, das wird reichen. Kommt jetzt eine flache Etappe erst noch? Ja, ja, jetzt kommt flache Etappe, dann Zeitfahren und dann Sprint in Paris. Okay. Der Kampf um Grün. Ich sag euch so, wie es ist. Also, Van Baarle hatte mehr Gelb als Thomas am Ende. Hier oben. Also, mit Van Baarle wäre ich schneller hochgefahren. Ja. Van Baarle, die Helfer konnten sich auch viel öfters mal schon. Ja. Das ist halt die Sache. Schafft's Caden Groves? Ich glaube, der schafft es nicht mehr. Ah. Auf jeden Fall knapp. Ja gut, jetzt hat er nochmal beschleunigt. Hat einen langen. Das ist doch ein Sprinter, der Quartes Sprinter am Ende. Alter. Der Sprint, huiuiui. Das war ganz, ganz knapp. Tja. Habe ich gerade aber auch alle Kerzen angemacht für Groves. Noch nicht weitermachen, bitte. Ja. Ich kann eh noch nicht. Irgendjemand ist jetzt so noch machen. Wie 40 Sekunden habe ich dir abgenommen? Ja. Boah. Weil wieder zwei Tagesform schlecht als du. Ja. Ich habe es auch gut gemacht. Meiner Meinung nach. Also ich bin zufrieden. Ich hatte gute Tage. Ja, souverän Runde gespielt. Und dann der eine Move war gut, ja. Ja gut, ich würde mal sagen, Bergwertung ist auf jeden Fall komplett entschieden. Da kann gar nichts mehr passieren bei den ersten dreien, würde ich jetzt mal sagen. Also Bergwertung kann uns völlig wurscht sein. Die haben keinen Wert mehr. Geht jetzt noch um... Schöner Sprint jetzt mal. Geht jetzt noch schön um die Sprintwertungen. Also um die Sprintwertung vor allem, ums Grüne. Und Gesamtwertung weiß man ja nie. Sag ich mal so. Ja, dann bin ich immerhin Dritter in der Bergwertung. Also damit bin ich ehrlich gesagt hinter Bernal und Dunbar muss ich damit zufrieden sein. Das ist okay.
Ach, jetzt hat Carapaz Plus. So, meine Herren, Paris ist in Sicht. Ab 184,9 Kilometer dürft ihr angreifen. Guck mal, sogar mit schönem Spruch. So muss es ab sofort immer sein. Jetzt. Das ist doch wunderbar. Das ist toll. Das ist ganz toll. Tim, jetzt habe ich eine minus 2, ne? Jetzt habe ich eine 0. Ich hatte vorher auf der einen flachen Etappe eine plus 3 mit Uidebrux und eine plus 2 mit Almeida. Mit der flachen Etappe. Ja, also ist das schon mal, ne? So ist es ein PTM. Aber ich meine, das ist ja das Geile an Tagesform, das nicht so vorhersehbar ist. Jo. Sonst wäre es ja langweilig. Ja, für Tao ist das relativ gut vorhersehbar. Was macht er denn? Was machen denn die da hinten? Hinten schon wieder Stehversuche. Ich glaube, die sind alle irrelevant, oder? Alle müde. Matschka. Ja, Matschka. Der gute alte Matschka. Aber Uidebrugs war auch nicht so gut in Form jetzt in den Pyrenäen, oder? Nee. So. Kollektiv schlechte Tagesform. Aber waren schon geile Battles in den Bergen. Ja. Ich hätte halt gern gesehen, was passiert wäre, hättest du erstmal nach vorne kommen müssen am Berg zufahren. Du hättest schon deutlich mehr Kraft investieren müssen als ich. Weil die Lücke, die ich halt in der Abfahrt, also ich habe in der Abfahrt wieder voll regeneriert. Also die Lücke, die habe ich. Deswegen. Ja, ich sagte ganz ehrlich, ich wäre auch gern in der gefahren, aber. Muss ich ja. Könntest ja aber nicht. Schleven, das ist ein flacher Top. Oh, scheiße. Mann. Guck mal, zum Glück hat Dachi aufgepasst. Schleven, das ist Punktabzug. Minus 1000 damit, Punkte. Genau, damit werden Petersen sämtliche Punkte auf diese Etappe gestrichen. Ich lasse jetzt alle drei zurückfallen. Scheiße, Alter, ich bin so dumm. Oh Gott. Ist mir aber meistens auch mal passiert am Anfang. Oh Gott, bin ich blöd, Alter. Das kann nicht wahr sein. Ach. Ja, das war's dann im Grünen. Oh mein Gott, bin ich blöd. Was ist denn euer Tipp für den Sprint in Paris? Scheiße. Aiden Groves. Gianni Vermeersch von Dacci, das ist ja so typisch. Ist Haber, war der mein MVP? Freche Aussage auch. Aber er war es, ja. Ja, ist ja okay. Ich finde, der wird sich auch gut gefühlt haben an dem Tag, aber. Und fährt jetzt nochmal den Obri Trago von Kasan. Hat gemerkt. Ich muss auch gestehen, ich habe nicht direkt gesehen, dass du angegriffen hattest mit Almeida. Das war auch der Plan, dich so ein bisschen zu erwischen, wenn du vielleicht schlecht positioniert bist, weil bis du dann vorne bist, dauert es halt. Und ich hatte ja 5 Fahrer. Ja, es war tatsächlich auch genauso geskriptet im Vorfeld. Aber gut. Ich bin mir auch sicher, dass du mir mit Sicherheit ein bisschen was abgenommen hättest. Ich habe das halt gegen KI getestet. Es sind Poggi mitgefahren und Vingegaard, die haben auf der Etappe sowohl auf Almeida als auch auf Uidebrugs über 3 Minuten geschluckt auf schwer. Boah, eine KI ist dann komplett durchgedreht. Ist überhaupt nicht hinbekommen. Fährt Hiller eins von den nächsten 3 Rennen?
Ich habe noch gar nicht nachgeguckt. 3 ist ausgefallen, ne? Ja. Levi? 3? Ja. Schauen wir mal. Rasmus Tiller, wo ist er denn? Ja, der wollte zu Dänemark Rundfahrt mitfahren. Ist die nächste Woche? Ja. Da können Simmons mit. Übrigens noch an alle, stimmt mal bitte noch bei der Umfrage ab, ob wir im Ostermontag spielen, weil stand jetzt sind nur 3, die abgesagt haben. Und bei 3 würden wir stand jetzt fahren, wenn es allerdings nur 3 gibt, die nicht können. Das wäre gut. Tja. Ach, ich bin ja wirklich doch in einer Sache Erster. Teamwertung hast du, glaube ich, gell? Ja. Ja. Ja, guck mal. Habe ich nicht mal gemerkt. Ja, auf dem Podium ist Carapaz auch, also. Ja. Na, aber das könnte noch spannend werden im Zeitfahren, tatsächlich. Sie sind euch 2. Caruso, das ist auch doch 5. Oh, das wird ja noch richtig eng im Zeitfahren. Caruso ja, gegen Kass. Der Kass hat ja voll den Zeitfahrwert. Ich dachte, er hätte gar keinen. Ja, aber du bist schon besser. 74 zu 72. Ja, ja. Aber Tagesform kann alles nochmal. Aber stimmt. Arensmann kann noch Gaudu holen. Zeitfahren. Nelson Paulus von Pumi kann auch noch ein bisschen vorkommen. Ah, ich denke, es gibt schon noch ein paar Plätze. Van Aert will noch einen Etappensieg. Also Team Radioactive hält sich auf allen 3 Etappen jetzt komplett raus. Das ist doch schön. Gerne meine Fluggruppe. Ja, eventuell. Na, bei der letzten. Na, Paris nee. Kannst du vergessen. In Paris machen wir am Anfang wieder Fotos, oder? Ja. Also, Ding, Thomas und ich werden, also Almeida und Thomas werden sich ja nicht angreifen in Paris. Das haben wir für als albern befunden. Also, unabhängig davon, wie knapp es ist. Ja, sehr gut. Das wäre auch affig. Naja, das hat ja nichts mit der Realität zu tun. Ist allgemein immer scheiße. Wenn auch flache Etappen irgendwie GC, also auch so eine Etappe jetzt hier nochmal. Klar, ich könnte nochmal irgendwie über irgendeinen Hügel drüber ziehen. Aber das ist halt Quatsch. Also wenn es jetzt irgendwie, was weiß ich, 10 Sekunden wären, würde ich es verstehen. Ja. Aber ich finde halt auch, selbst wenn das nach dem Zeitfahren irgendwie 2 Sekunden wären, könnte man ja trotzdem an der Sprintwertung oder an der im Ziel noch irgendwie Bonussekunden sprinten. Nee, und ja, das wäre halt, finde ich halt Quatsch. Ja, auf der Champs-Élysées ist Ruhe, das ist so. Ja, davor genau. Ist alles erlaubt. Das ist ja, das gut, aber davor werden muss man noch Bilder gemacht, also. Was heißt das? Trikotträger lässt man kurz vorne rausfahren, dann haben wir ein paar Bilder. Grüne Trikots, Nachwuchstrikots, gepunktete Trikots und das gelbe Trikot. Das ist cool. Aber ich meine nicht mit davor ist Ruhe, das vor der Champs-Élysées Ruhe ist, sondern auf den Etappen davor. Ach so. Ja. Ja gut, es ist ja auch noch das Zeitfahren, das kann ja eigentlich noch viel umwerfen. Jetzt nicht bei uns, aber reicht ja dann nochmal als Gesamtklassement. Also da wird Tim auf jeden Fall Zeit auf mich gut machen. Ja, aber doch keine 2 Minuten. 2 Minuten 50 vor allem. 2 Minuten 50. Also 3. Ja, dann müsste es ja den Anfang ja völlig verschlafen.
Toilette sein, oder? Ja, er bräuchte minus 3, nicht die plus 3 und dann müsste er noch ein bisschen Scheiße bauen. Ja. Minus 3 und plus 3 reicht wahrscheinlich dann. Wenn du es perfekt machst. Wo ist denn die Umfrage? Wegen Ostermontag? PCM-Einschreibung. Da wären schon 4. Wer da mehr die Vuelta, ja, ne? Weiß ich noch nicht. Safe. Was ja noch Renntage. Ja, Thomas in die Vuelta. Ja, du da. Okay. Vielleicht plant sich da ja eine neue Rivalität an. Aber auch nur bis Thomas in Ruhestand geht. Und bis Almeida abgewertet wird. Na gut, dann irgendwann tun sich dann Thomas und Almeida und Platz 8 duellieren. Nee, das macht Thomas nicht. Aber lass den Scheiß Shiro fahren, dann kriegt der in der neuen DB schlechte Werte. Ja, okay. Aber in Real Life macht das nicht. Nee. Klar. Ich glaube, heute erleben wir einfach mal einen ganz geordneten, normalen Sprint, oder? Schauen wir mal. Mark Cavendish. Würde der sich nicht für Paris schon? Nee, der braucht noch ein bisschen, der muss noch ein bisschen Form aufbauen vorher. Bisschen Intervalle, der muss noch ein bisschen Intervalle fahren jetzt. Man sagt immer, bisher 17 Etappen lang nur rumgeradelt ist. Ja, das war für den ja Kindergarten. Basti, warte mal auf mich, ich komme. Ja, ich fahr schon langsam. Ja, aber Markus. Das ist Cavendish, da musst du sehr langsam fahren. Bin da, tut. Stunden Rückstand. Was ist denn der Rekord? Der meiste Rückstand bei einer Tour? Keine Ahnung, das weiß ich Frage. Nicht. Das wäre mal so eine gute 1-Million-Frage. Bin ich letzter in der Gesamtwertung? Nee. Tyson ist noch schlechter, 5 Stunden 14 Minuten. Ich habe die rote Laterne nicht, die will ich noch haben. Ja, gut, eigentlich hat es ja Taylor, weil der hat aufgegeben. Ja, okay. Aber stimmt, der ist ja nicht aus der Karenzzeit gefallen. Ja. Also die sind ja auch alle gar nicht angezeigt, die wo aus der Karenzzeit sind. Stimmt. Fehlen ja alle. Gut, weil Tyson ist ja KI gesteuert, das ist theoretisch Cavendish schon der. Fünf von mir sind in den letzten 15. Das ist auch nicht so gut, ne? Das ist nicht so gut, aber gut. Also letztes Jahr bei der Tour war Michael Murkoff mit 6 Stunden 10. Ja, wenn nicht Michael Murkoff.
Davor das Jahr. Wer bin ich hier? Die Abstände sind auf jeden Fall größer geworden, also wenn man mal so vor 15 Jahren guckt. Da hatten die nur 3 Stunden, die letzten. Kann sein, dass die Karenzzeit vielleicht doch angehoben wurde? Das kann sein, ja. Aber es wird härter gefahren. Das auf jeden Fall. Kommt da wahrscheinlich immer drauf an, auch wie viele harte Etappen es gibt. Also wenn du natürlich früher 3-4 Etappen mehr hat das, wo einfach nur das Hauptfeld halt zusammen reingekommen ist im Sprint, dann fällt da schon mal viel Zeit weg. Ja, das stand ganz früher, sind die ja auch weniger Etappen gefahren und dafür halt viel, viel längere Etappen. Also das kann man so eh nicht vergleichen alles. Ja, mittlerweile ist ja schon teilweise ab Kilometer 1 Racing. Ich glaube, früher haben die auch mehr gechillt erstmal, oder? Was meinst du? Früher, also mittlerweile heutzutage ist ja viel mehr Racing. Also früher war ja mehr. Ja. Also. Ja gut, früher haben die sich halt so verpflegt, dass die in den Dörfern, durch die gefahren sind, einfach dort. Ja, früher, oder? Also. Ins Café sind und sich dort Weinflaschen rausgeholt haben und dann haben sie die gesoffen und sind weitergefahren. Ja. Das ist so ist das halt früher gewesen. Das ist. Ja. Samstag zur Taufe, gar keinen Bock. Zur Taufe? Wer wird den getauft? Für bitte halten? Was? Um Gottes Willen. Ist das keine christliche Taufe? Von Kumpel, die Tochter wird getauft. Was? Ja, da freut man sich richtig. Ja. Weiß nicht. Ja, auf das Essen danach, wenn der Kirche da abhängt, eine Dreiviertelstunde nicht so. Ja, aber die werden schon so kurz und knapp gehalten. Ja, mein Cousin und ich waren mal zu Weihnachten in einer 3-Stunden-Zeremonie. Waren wir 8 oder 9 vor der Bescherung. Das war hart. Das war doch super. Das hat doch super geklappt mit uns. Na, 3 Stunden. Mir hat schon das Krippenspiel gereicht. Wo ich das letzte Mal da war, aber da war es ganz cool. Vorne saßen die Muttis mit Kindern, in der Mitte Opa und Oma und ganz hinten die Männer, die schon getrunken haben. In der Kirche. Das ist ein trauriger Ostermontag. Warum? Tja. Wann legt ihr jetzt fest, wann der Ostermontag abgesagt wird oder stattfindet? Er wird abgesagt. Jetzt. Wird abgesagt, okay. Dadurch, dass jetzt nochmal auch jemand für den gestimmt hat, wird abgesagt. Deswegen wird es ein trauriger Ostermontag. Wir haben ja hinten raus Puffer und dann ist immerhin die Sommerpause eine Woche kürzer, können wir auch so sehen. Also. Ja. Und ein bisschen Familie tut man zwischendurch, gerade nach Frankreich auch gut. Hat jetzt viel Kraft gekostet. Aber nächste Woche haben wir ja noch. Das haben wir nächste Woche. Was steht nächste Woche? Amstel, Flash Wallon und wir gehen noch nach Dänemark. Oh. Pedersen Time. Amstel und Flash Wallon. Oh, Flash Wallon. Hasse ich wie die Pest. Das ist ja auch in der Realität ein Kackrennen. Ja. Ein absolutes Kackrennen.
Naja. Doch. Hat schon auch was. Ja, Langeweile. Naja, gut, aber es ist ja letztendlich, also das, was halt bei Mailand Sanremo dann die letzten 20 Kilometer sind, ist halt dort der letzte Kilometer. Ja, genau. Genau, also langweilig. Naja, aber ich sag mal so, es wird irgendwann mal wieder der Moment kommen, wo das Peloton nicht schafft, die Ausreißer einzuholen und dann ist es geil. Ja. Kann ich mir durchaus dann vorstellen. Also das ist schon, hat schon auch was. Das steht Pogi am Start. Ne. Almeida steht am Start, ja, um Gottes Willen. Direkt wieder upgraden. Downgraden. Wie Kukeldermann. Carapaz wird mit. Vlasov von Roglic. Axel Rose, der gewinnt. Der ist überschaubar. Tao fährt mit. Oh Gott. Ich weiß, wo der was holt. Nämlich 50 Mal immer genau dann, wenn es hochgeht. Kwiatkowski, Pitcock, ja, starkes Startup. Weißt du, wem ich da ein Überraschungsergebnis zutraue? Le Cerf. Wenn er dann am Start steht. Weiß ich nicht. Steht nee, dem traue ich da nichts zu, weil Evenepoel fährt. Ach, ja, das ist das nicht alle opfern. Evenepoel weiß ich nicht, ob ich. Traue ich dem das zu, das zu gewinnen? Ich auf weiß es nicht. Auf jeden Fall. Meinst du? Ja. Weiß ich nicht. Also er ist jetzt nicht top Favorit. Aber er ist auf jeden Fall also bei den Favoriten dabei. Ben Healy, das ist ja auch geil. Ja, das stimmt. Er Ben Healy ist so ein geiler Fahrer. Wer hat denn Ben Healy in seinem Team? Ducky, du, gell? Ja, nee. Nee, ich hab den. Ah, du hast den, wir müssen mal Trade-Gespräche führen über Ben Healy. Oh. Ja, da musst du mehr. Das ist eine harte Verhandlung dann. Simon, ich muss mit dir bald mal Trade-Gespräche führen. Aber wir dürfen ja nicht, die Trade-Zeit ist ja zu. Im Moment, meinst du? Ist ja erstmal ein Draft, oder? Ja. Dann darf ich mal drüber reden. Ja, weiß ich nicht, also wenn man sie so insgeheim schon dieses ausmacht. Kann man natürlich nicht verhindern, aber ist eigentlich nicht so angedacht. Aber man kann ja mal anfragen, ob da eine Möglichkeit bestünde. Kann schon ein bisschen vorfühlen, meinst du? Ja, die muss ich mal beim Simon vorfühlen. Van Edfeld fährt auch. Van Edfeld fährt Dings, okay. Wäschballon, ja. Ja. Nee, aber also eigentlich natürlich Easy Pogacar, aber der fährt ja nicht. Von daher, keine Ahnung, da ist das relativ offen. Ayuso, Hirschi fahren auch. Nee, Ayuso auf gar keinen Fall. Ayuso hat aber dieses Jahr gut Punch. Nee, aber das dauert, das nicht so viel. Das traue ich ihm nicht zu. Das wäre so ein Ding für Le Cerf gewesen, aber klar, wenn der Wendepol fährt, kannst du natürlich vergessen. Ja, ich würde auch Van Gils nicht unterschätzen. Van Gils, Williams oder ja. Michael Woods vielleicht auch. Oder Töns, die Israelis. Michael Woods auch könnte nochmal, ja. Sind auch alle immer für was gut. Tobias Hortland Johannessen wäre auch was. Simon Yates wird auch. Glaub, oder nochmal sein letzter großer Sieg aller Philipp. Nein. Sehe ich auch nicht, aber wer weiß, die Geschichte ist manchmal verrückt. Ja, sie ist manchmal verrückt, aber... Hat er nicht Vertragsende jetzt? Diese Saison? Besser wäre es für Quickstep. Dann kauft ihn irgendein anderer Franzose. Ja, wahrscheinlich Total Energy. Vor 2 Jahren hätte ich gesagt Israel, jetzt bin ich bei Total Energy. Ja, genau. Israel ist mittlerweile richtig gutes Management. Die haben in den letzten 3 Jahren so gut gearbeitet. Jetzt eher Total Energy, ja. Würde genau passen. Auch Arkea oder sowas würde auch passen. Sowas von denen oder Cofidis, irgendwas von diesen Ambitionslosen. Ambitionslosen. Ha, also Cofidis fährt, also beim Tippspiel gehen wir jedes Mal Cofidis durch und eigentlich sagen wir, wie immer, skippen. Also,
Außer also, es hat mal ihren Isagiri mit, dann kann man mal halbwegs was auf dem Zettel haben. Aber also sonst... Axel Zingel ist ja wohl ein Kandidat. Also nicht beim Flash Wallon, aber grundsätzlich. Aber für welches Rennen siehst du denn den als Top-5-Fahrer? Also wo du jetzt wirklich, also wenn es ein halbwegs vernünftiges Starterfeld drumherum geht, ist Top zu 5, schlecht. Top 5, halt, ja, ich Tipp weiß Spiel ja nicht, was ihr alles halt tippt. Was. Top 5 ja, ist natürlich... World Tour-Rennen halt. Ja, okay, World Tour-Rennen, Top 5, halt bei einzelnen Etappen kann er schon reinfahren, wenn es hügelig ist und Sprint gibt. Ja. Ist das schon einer. Aber es gibt dann halt doch einfach immer, es gibt halt auch noch viel, also zu viele gute andere Fahrer, also ich meine. Ja, das stimmt. Ist dann halt der Punkt. Ja. Bin gespannt, wie sich Tudor entwickelt, aber. Ja, die werden sich konstant gut entwickeln, also das, da wird es keinen großen Sprung geben. Ich habe jetzt gelesen, Marquesi soll nach Tudor gehen. Nach Tudor? Ja. Ja, es wird an sich schon passen, weil bei UAE ist es halt echt schon bitter für ihn. Also ich stelle es mir zumindest bitter vor. So. Wer gewinnt heute den Sprint? Man weiß es nicht. Alter, was ist los mit meinem Team? Oh Gott. Das wird hart. Mann, ich bin so dumm, Alter. Ich habe bei der heutigen Etappe habe ich alles verkackt. Alles komplett verkackt. So schlimm, die Sprints hier wirklich. Das ist so nervig. Ey. Was hab ich denn hier gemacht? Gianni Fermi, also das ist KI, also hat Kukar gewonnen. Kukar hat gewonnen. Das gewinnt wie Fermi erst zählt nicht. Ja, aber der zählt nicht. Der ist von KI gesteuert. Also Gott gewinnt sei Dank, Alter. Kukar. Philipsen ist auch nicht da. Wo ist Philipsen? Nicht vorne. Gott sei Dank, meiner auch nicht. Ich hab's komplett verkackt. Und dann habe ich die drei Leute in die Gruppe, musste alle wieder zurückschicken. Das war die schlimmste Etappe der ganzen Rundfahrt. Ja, nein, gut geblockt. Aber Kokar war dann durch und dann habe ich auf Kokar gehört. Ah, oh Gott, bin ich blöd. Er also, hat hier ausgeteilt, gewonnen. Jetzt gilt jetzt als Sieg, oder was? Ja. Hat Fermi schon wieder rausgenommen. Achso. Es kann nicht wahr sein. Das war auch schon am Sieg Nummer 4. Oder 3. Läuft. Oh, ich bin so schlecht bei der Tour, das ist nicht zu glauben. Ja, es wäre jetzt auf jeden Fall die Chance auf Grün gewesen. Jetzt sind es 12 Punkte noch. Ja, also der, wo halt in Paris vorne ist, wird es wahrscheinlich holen. Ach, jetzt haben wir Zeit vor, dachte ich schon. Hat Paris nochmal so einen Zwischensprint? Weiß ich gar nicht. Kann sein, die Frage ist halt, ob... Normal schon, oder? Einen müsste es geben, einen gibt es immer. Okay. Wird der in der Realität contestet? Gute Frage. Ich glaube nicht schon, wenn es in der Sprintwertung noch um was geht. Weil dann ist es wahrscheinlich entschieden, aber wenn es um was geht, wird dann auch contestet.
Ah ja, okay, das ist relativ fair. Ja, da kann man davor entspannt Bilder machen. Sonst macht ihr beide Varianten. Ja, du kannst dir Bilder ja nach einem Zwischensprint machen zur Not. Also eine Pause irgendwo mal. Ah ne, stimmt, da ist das Trikot ja nicht. Ja, stimmt, ja. Gut. Zeit fahren. Gerben Theisen geht, macht sich auf den Weg. Cavendish, der gewinnt. Oh, ich bin schon unterwegs. Oh. Noch nichts gesteuert, okay. Da ist man mal kurz weg, sind schon vier Leute auf der Strecke. Geil. Jetzt, der muss jetzt steuern, mal, der jetzt kommt. Ich habe keine, ich habe es nie geübt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich einschätze. So 40 Kilometer, Alter, okay. Also ich weiß, was ich Caleb Ewan einstelle. 10. 20. Ich habe nur gesehen, dass er irgendwie gleich geholt wurde, noch ein paar Meter. Ja. Wird noch vom 5. geholt. Ja. Der Schulz ist auch noch Versuchskaninchen. So, und startet denn der erste Favorit von Arzt und kommt auch erst relativ spät oder gehen wir als gesamtes Motto ich von hinten? Mir ist jetzt jeder Versuchskaninchen. Ist auch wichtig. Wenn die gerade, wer kommt denn da? Kasper Askren kommt demnächst. Mats Pedersen kommt auch. Levi, du musst am Ende einen Live-Ticker für die ganzen TC-Battles machen. Also jetzt nicht nur für 1, 2, weil da geht es ja eh um nichts mehr, aber so um 5 und 6 ist spannend, 9, 10 ist spannend, da gibt es noch ein paar spannende Duelle. Viktor Kampanaerts, der hat doch nicht schlecht. Ist der echt so gut im Zeitfahren? Ja, natürlich. Ja. Stundenweltrekord gehabt, der ist einer der besten Zeitfahrer, den es gibt. Gewesen, also der ist jetzt okay noch. Gerade aber sagen, schon gut. Ist jetzt kein... Ah doch, der Luxemburger hat er gewonnen, ja. Der Nuss weiß schon, dass er treten muss, dass er vorwärts kommt, oder? Ja. Der hat heute die Anweisung, sich ein bisschen zurückzuhalten. Alter, Ducky, wie sieht denn dein Hinterrad aus? Ja. Dein Zeitfahrhinterrad sieht ja übel geil aus. Ja, stimmt. Das ist mal eine schöne Mühle. Cataneo, das ist mir gesteuert. Oh Gott, minus 3. Ja gut, komm her. Hör doch auf.
Wie heißt denn der letzte Berg da? Tim, Frage geht an dich. Ich bin gerade Katanea managen, Ja, geht nicht. genau. Der Juwen, der weiß schon, dass er auch treten muss, oder? Ja. Weiß gar nicht, wie viele Schwabenländler ich schon überholt habe jetzt mit dem. Kommen alle irgendwann ins Ziel. Arbeitsverweigerung. Die wollen halt auch, dass die Streckenposten ein bisschen Die da gehören bleiben alle müssen. disqualifiziert. Ich werde da an die UCI ein Schreiben anfertigen. Dann wird sich mein Management drum kümmern. Wie lange habe ich Zeit, bis die Fahrer am Ziel sein müssen? 48 Stunden. Okay. Karenzzeit beim Zeitfahren? Nee. Hier in den PCM zumindest nicht, in der Realität vielleicht schon. Geil. Ja, ich hätte mal üben sollen, den Scheiß hier. Verdammt. Oh, ich hab die minus drei. Oh, ich hätte echt üben sollen. Ich bin so dumm. Oh, ich hätte üben sollen. Fuck. Oh Mann, hätte ich Oh das mein gewusst, wäre Gott. das blöd. So, jetzt Wie schauen wir geht's uns einem mal hier? schön die Zeiten an. Antwort kriegst du ja in der Zeitwertung. Zeitmessung. Sorry. Sepp Kass fährt als erster über die Linie als Gesamtsechster. 45. Platz. Caruso. 59. Das sind alles keine guten Zeiten. Hindley 24. Jetzt kommt Carapaz. 31. Almeida. 19. 24 Sekunden Rückstand. Jetzt kommt Thomas mit einem Rückstand von 30 Sekunden auf Platz 25. Also nicht viel passiert. Ich meine auch zwischen Platz 3 und 4. Ich meine, Hindle muss schon sehr viel aufholen, dass das noch was wird. Sehe ich nicht. Sehe ich nicht unbedingt. Gehen das natürlich schon ganz unterschiedlich an hier.
Ja, Hindley habe ich wieder kassiert. Zu früh angegangen, zu viel. Ja. Nein, minus 2. Nein, ich habe eine minus 3. So, Carapaz kommt langsam ran. Und da kommt schon Almeida. Also im Normalfall sollte Carapaz Platz 3 hier safen. Und Almeida, dritter 21 Sekunden, Thomas 10. 41 Sekunden. Caruso endlich dran. Ach, schön wär's. Ja, also Carapaz Hindley scheint eine deutliche Angelegenheit zu sein, wenn sich da nicht noch irgendwie einen kompletten Einbruch ergibt. So, nächste Zwischenzeit. Almeida. Zweiter, 24 Sekunden Rückstand. Thomas, 8. 1-0-1. Aber der Abstand ist so groß, da wird nichts mehr passieren. Auch Platz 3 ist safe. Platz 4 ist auch klar. Was ist zwischen Caruso und Kass? Caruso führt mit 31 Sekunden. Was hat der für Zeiten? 2,53. Kass 2,02. Oh, zwischen Kass und Caruso konnte es richtig knapp noch werden. Da könnte es richtig knapp werden. Ich glaube, Kass könnte Caruso noch überholt haben. So, Van Aert scheint die Etappe zu gewinnen. GG, Tim. GG. Was hattest du? Minus 2. Ja, ich hatte plus 2. Was hatte der Kuss für eine Tagesform? Plus 2. Boah, ist das hart, ey. Der Benno, der steht. Oh Gott. Also Zweiter hätte ich werden können mit Pedersen, wenn ich das geübt hätte. Ich hatte noch so viel Balken übrig, das ist nicht normal. Vor dem letzten Hügel. Das war nicht gut von mir, aber Fünfter. Das gibt nochmal Punkte, oder? Für die Punktewertung. Ja, das ist 23 Punkte vor. 11 Punkte! Yes! Glückwunsch, Jonas. Beide das ist Jonas. Richtig. Danke. Sollen wir dann jetzt den Zwischensprint einfach mal ausblenden und uns auf der Chance, die See drauf ankommen lassen? Kannst du ja machen. Möchtest du einen Zwischensprint machen? Ich möchte den nicht machen, nee. Ja, aber also dann einigen wir uns darauf, dass der nicht gefahren wird, oder was? Von mir aus müsste der Fahrer von Jordi Moyes noch sagen. Also ich müsste nicht Zwischensprint. Ich lasse das Champs-Élysées entscheiden. Fumi? Ja, passt also mir aus noch. Müsst ihr ja sprechen? Ja. Also okay. Wir vereinbaren hiermit, dass sich Pedersen, Philipsen und Meos keinen einzigen Punkt bei der Zwischenwertung holen. Dann machen wir machen das jetzt so, dass, ja, genau, dass die ganzen Trikotträger bis auf das Punktetrikot einfach vorne drüber fahren. Ich fahre dann ein bisschen weiter vorne, damit ich erst weiter sprinte. Nee, wir sind ein bisschen, also bleiben jetzt erstmal quasi alle stehen. Aber wie kacke ist das denn? Das frage ich mich jedes Mal. Ich habe ja jetzt kurz, das also Grüne. Es macht jetzt jeder Position halten 60 und alle, die ein Wertungstrikot haben, geben mal kurz Gas. Okay, bei. Ja, gut, 116,3. Jetzt in dem Fall gibt's ja nichts. Ja, also okay. Jetzt alle Position halten, die nicht kein Wertungstrikot haben. So, ja, guck mal, da haben wir. Jetzt hat meiner die plus 2. Es ist halt Bob Jungels, der Idiot dabei. Ist das bitter alles. Oh, ist das nervig, dieser Trottel, ey. Meine Güte, jetzt geht er.
Jetzt, wo Petersen kommt, da traut er sich nicht mehr. Er hat mal ein Wort gesprochen hier. Aber weißt du, was ich mich immer frage? Petersen ist jetzt auf diesem Foto drauf. Der wird am Ende von Philipsen abgesprintet und hat das Grüne gar nicht. Ja gut, das ist jetzt natürlich... Alles sehen, los, Fotos machen. Das ist doch für den Arsch. Oder machen wir die erste auf der Chance, die ich sehe. Naja, geil wäre natürlich mit einem Eiffelturm im Hintergrund oder so, aber... Ja, gut, nee, wir können ja mal wissen, wir machen jetzt einfach, wie es kommt, aber wir fahren gerade gar nicht schön nebeneinander. Dann Thomas, dann lass uns zwei fahren, weil die zwei ein bisschen, also oder alle außer Peters, weil Peters muss ja noch sprinten. Das wäre zu unfair, schnell für euch ein bisschen. Müssen. Nee, aber dass du halt nicht fahren musst und Kraft verprüfst, weil das wäre jetzt unfair. Okay. Ah, Jungs, Sektflasche ist offen. Wir fahren sehr weit auseinander, das ist gar nicht schön. Natürlich plus zwei heute, Almeida. Das ist nicht schön, wir fahren so weit auseinander. Ja, unfassbar. Macht mal Position halten oder irgendwas. Wir fahren ganz weit auseinander, das ist nicht schön. Ja, ich hab gerade Führungsarbeit eingestellt, damit wir ein bisschen kommen. Oh Gott, das ist ja Wahnsinn. Jetzt kommt die Kurve, jetzt wird die Kamera komplett zerschossen. Aber jetzt kann es gehen. Jetzt setzen wir wunderbar nebeneinander. Ja, aber es funktioniert nicht. Meine Kamera funktioniert gerade nicht. Manchmal lässt sich die doch nicht skalieren, kennt ihr das? Guck mal, wie schön wir gerade nebeneinander fahren. Ja, ich weiß. Komm, jetzt lass sich skalieren. Die Kamera lässt sich nicht skalieren. Okay, jetzt. Oh, jetzt, warte. Ah, nicht. Oh, nee, nicht ganz. Oh, es ist. Gleich seid ihr am Zwischensprint. Nee, stimmt. Vergiss es. Nee, das meine ich nicht. Das rechnen wir dann raus. Sollte es so sein, rechnen wir das raus. Ja, du kannst ja einfach dann gleich Petersen auf Position halten, an zwei oder drei setzen. Das passt dann. So, also besser geht. Petersen macht gerade eine ganz. Okay, ich hab's. Wir können es zurückfallen lassen. Petersen hat gerade eine ganz komische Bewegung gemacht. Was das war, weiß ich nicht. Ich hoffe, das ist nicht im Foto. Und Almeida attackiert jetzt. Spaß. Besser geht's nicht, Leute. Besser konnte ich es heute nicht machen. Leute, lass dich mal zurückfallen, sonst fahrt ihr wirklich über die Dingwertung drüber. Also krass, Levin, du. Na, ich lass mich doch, ich fahr mit neuen Einsatz. Ja, mach aber wie ich, rechtsklick auf deine Fahrer im Hauptfeld und mach zurückfallen lassen. Das geht schneller. Und irgendjemand muss halt im Hauptfeld ein bisschen treten. Das Feld. Ja, lass mal irgendjemand fahren im Hauptfeld. Ist es eh egal, wir rechnen das dann eh raus. Ja, aber das wäre dann, ja. Halt ja, das hat, irgendjemand muss ein bisschen fahren, wenigstens mit 50 Einsatz. So, jetzt können wir hier uns mal drum kümmern. Irgendjemand, der keinen Sprinter hat, halt am besten. Der, wo es muss sich dann dadurch jetzt auch nicht irgendwie verheizt. Das machen wir. Und, oh, Cavendish, ja, das wird nichts leider. Das tut mir sehr leid. Cavendish hat sich erledigt. Oh Mann! Oh, ich habe so gehofft, aber ich hätte es mir jetzt natürlich eh nicht erlauben können, aber parallel hätte ich es irgendwie versucht. Kannst du an irgendein Hinterrad dranhängen? Nee, das an welches denn? Wenn ich an Philipsen dranhänge, bricht er zusammen. Ja, dann nimm's halt, weiß ich nicht. Jordi Meus. Ich glaube, die haben doch gleich viel Sprint. Nee, das wird er heute nicht schaffen. Der hat minus so. Zwei. Das also, jetzt gucken mal, ich fahre da mit Almeida vorne drüber. Das ist halt irgendwelche Leute, die halt im Punktetrikot nichts zu melden haben, die Punkte jetzt absahlen. Also Meus. Meus, Petersen und Philipsen bitte nach hinten fallen lassen. Ich bin ganz weit hinten im Feld. Bei mir passiert nichts mehr. Ich funke gerade. Oh Gott, du musst nicht attackieren. Und auch nicht so schnell fahren. Du kannst einfach 70 fahren, gut ist. Und nach der Sprintwertung beginnt das Rennen. Dann können auch Leute angreifen. Also es ist ja nicht so, dass wir hier nur bummeln. Genau. Wegen mir auch jetzt schon vor der Sprintwertung. Also, whatever. Ja, solange halt die sich aushalten. Ja. Also ich bin ganz weit hinten. So, jetzt werde ich hier mal das Foto machen. Das Thumbnail? Nee, es gibt kein Thumbnail hier. Ich sag mal so, alle, die jetzt heute einen Sprinter dabei haben, finde ich, sollten schon zu viel Ehre haben und dann auch probieren, auf den Sprint zu fahren. Muss man natürlich. Du sagst mir nicht, was ich zu machen habe. Aber das finde ich schon ehrenhaft. Ah gut, das weiße Trikot habe ich natürlich nicht hier dabei, aber okay. Tadam. Wunderschön. Oh nein. Nein, was ist denn jetzt hier los? Oh, fuck you. Okay, das war's. Ich bin einfach komplett hinten rausgefahren. Hat das keiner gemerkt? Okay. Ja, dann, ne. Ach.
Ich mit Meus auch. Ich darf echt keine, ich darf keine andere Scheiße mehr machen. In dem Fall, Leute, ich würde kurz neutralisieren, oder? Ernst, was ist denn jetzt passiert im Hauptfeld? Ich poste kurz auf Discord und plötzlich bin ich hinten 5 Minuten rausgefahren. Das gibt's doch nicht. Erst kurz neutralisieren. Alle Funktionen. Irgendjemand macht das doch mit Absicht. Nee, ernsthaft. Ich bin mal kurz was am Machen. Das ist ja nicht zu fassen. Ich muss das künftig heimlich machen. Mein ganzes Team ist einfach weg. Holt alle vorne mal Wasser, jetzt haben wir Zeit. Alle mal kurz durchschnaufen, sich ein Croissant holen. Ein Croissant. Ein Croissant, genau. Peter ist ja ganz weit hinten, oh Gottes Willen. Tag, was hast denn du gemacht? Ja, nix, ich hab kurz auf Discord was gepostet. Aber kann es sein, dass du noch Position halt 9 bei Petersen drin hattest? Nee, 9 hatte ich nicht mehr drin. Das habe ich schon längst umgestellt. Ich hatte vielleicht 60 oder so drin. Guck mal, die sind doch schon wieder da. Petersen ist auch gleich da. Danke. Ja, aber noch bist nicht drin. Also, warte noch kurz. Aha, stimmt, ne? Er braucht noch ein bisschen, warte noch kurz. Nee, jetzt ist gut, jetzt könnt ihr wieder Gas geben. Ja. Danke. Sehr nett. Ja. Merke ich mir. Paris-Etappe ist auch eine Etappe der Freundschaft. Ja, eben. Ich dachte, das muss Walscheid, mir merken. Tiberi, soll ich Leute erlauben. Gehen? Kann ich mir nicht erlauben künftig. Walscheid geht in die Gruppe, das finde ich spannend. Ja, geil. Vielleicht nur noch Nils Pollet fehlt noch, sowas würde jetzt noch passen. Aber in Sachen Punktewertung ist das spannend, oder? Ja gut, der fährt halt mal und guckt, was geht. Dannbar. Okay. So, wer hat die Punktewertung gewonnen? Storer. Den Zwischensprint hat Storer gewonnen, stark. Von Maschka, oder wie nennt der Kommentator den? Ja, Maschka. Ja, das kann so, ich überprüfe mal ganz kurz, dass da wirklich keiner von uns Punkte. Nee, hat keiner. Hat keiner. Sehr gut. Ja, Jungs, war eine richtig geile Tour. Jo, war geil. Kann man sagen, hat richtig Spaß gemacht. Absolut. Ich würde sagen, es war nach der Vuelta letztes Jahr auch die geilste Rundenfahrt. Ich würde sogar sagen, dass die noch besser war. Also zumindest was euer Duell angeht, bei der Vuelta war halt spannend, weil es noch ein bisschen mehr Leute betroffen hat. Da war halt 4-5-Kampf, genau. Das war halt auch so geil. Aber so vom Epischen zwischen euch beiden war das schon absolut Top-Niveau. Ja, absolut. Sprintwertung ist immer noch spannend, Bergwertung war auch spannend bis zur letzten Bergetappe. Also das hat Eddie Dunbar wirklich mit Klasse gemacht. Richtig, ja, also Rocco hat unfassbar abgerissen bei der Rundfahrt. Ja. Ich glaube, 4 Etappensiege. Der wird auch einen Riesensprung wahrscheinlich machen. Ja, guck unfassbar. Rocco ist letztes Mal schon 3 Plätze hochgejumpt. Ja. Und wird jetzt wahrscheinlich nochmal 1-2. An Jonas wird er wahrscheinlich auch, also an St. Pauli wird er auch vorbeigehen. Ja, die werden richtig krass jumpen. Das gibt richtig Punkte hier. Also Etappen allein schon 200 Punkte oder sowas, ne? Ja, aber zwei Etappensiege sind ja schon reingerechnet. Also es sind noch 400 plus. Ja. Heute waren es 3 Etappensiege. Ach, heute waren es, dann hast du insgesamt schon 5 geholt. Krass. Ja. Sag mal. Was er mit Madoir und jetzt dann hier mit dem Bergtrikot gemacht hat, das war einfach geil. Muss man einfach sagen. Da habe ich keine Chance gehabt. So, was haben wir denn für eine Gruppe? Madoir, da haben wir. Und dann war es auch da. Der holt sich noch den letzten Bergpunkt, den es nicht gibt. Aber das ist eine richtige klassische Paris-Gruppe. Nochmal so 5 Leute, die eigentlich alle ganz gut sind, aber halt einfach gar nicht weggelassen werden, wie es in der Realität halt auch ist. Genau so muss es auch gefahren werden hier in Paris. Team von Philipsen kontrolliert. Ich hätte gedacht, dass wir aber früher fertig sind heute. Aber gut, wir hatten halt viele Bergetappen. Aber wir sind ja pünktlich durch. Alles gut, Simon. Das hat nicht viel Zeit gekostet. So, war nur einmal, dass wir kurz gewartet haben. Alles gut, Simon. Überhaupt kein Problem.
Ja, wir werden trotzdem noch pünktlich fertig. Von daher. Ja, ja, klar. Wir sind ja sogar 10. Also die Etappe geht jetzt nicht mehr lang. Vielleicht noch 5 Minuten oder so. Das ist ja das Gute. Paris-Etappe geht immer schnell. Zeitfahren geht schnell. Und dadurch ist es ja schon. Ja, ja. Aber ich hätte gerade noch einen Tick früher erwartet. Aber gut, das passt ja alles. So, aber die der 4 kämpfen tapfer. Ist das nicht schön hier? Schön die Champs-Élysées entlang. Jetzt noch einmal entspannen und dann geht's in die letzte Runde. Ach, ich fahre einfach am Ende des Feldes gemütlich über die Ziellinie. Klar. Ich vertraue darauf, dass das schon wird. Wie Van Aert damals, aber der musste ja nicht ums Trikot kämpfen. Aber wenn ich das richtig sehe, kann ich doch, wenn er gewinnt, werde ich Zweiter und gewinne die Punktewertung trotzdem. Und du, wie viele Punkte Vorsprung hast du? 20, über 20. Ja, dann ja. Und wenn er Zweiter wird. Allgemein, Philipp muss die letzte Etappe gewinnen. Ja, genau. Also nicht gewinnen, eigentlich muss er gewinnen. Genau. Genau, eigentlich muss er gewinnen oder er wird Zweiter und ich bin quasi gar nicht vorhanden. Naja. Das würde mir die Tour jetzt noch ein bisschen retten, muss ich sagen, wenn ich jetzt hier die Punktewertung gewinne, aber Philipsen, ich glaube, so wie gut er das auch macht, ich glaube, das wird ganz schwer. Muss halt Zweiter werden. Ich habe ja gehofft, dass Cavendish irgendwie plus 3 oder sowas hat, aber er hat halt minus 2. Ja, aber selbst mit einer plus 1 könnte er mal, also hier könnte er auch mit einer plus 1 gewinnen. Cavendish? Gut gelauncht. Ja, ja. Sehr. Ja, ja. Aber er hat halt minus 2 und das bringt, also das ist das, ich ja, müsste ja für ihn fahren, das geht nicht, das funktioniert nicht. Nee, nee. Gut, du kannst ja theoretisch mal ins Hinterrad von Pedersen klemmen und mal gucken, was passiert. Ja, ja, das kann man natürlich machen, klar. Zieh durch, Mador! Tja, wo der wird jetzt hier noch ein Solo machen, das ist ja die absolute Krönung. Der hat 2 Solos schon gemacht, Alter. Bei der Rundfahrt. Das ist echt übel. Ja, das ist stark. Sehr stark. Wo ich mich echt fast nicht trauen würde, mache ich das jetzt nicht, wart lieber. So nach dem Motto. Ah, oh, das ist geil. Die Straße entlang hinten dann hier Arc de Triomphe oder was das ist. Das ist schon sehr schön. Tja, da bleiben schon wieder alle stehen. Ich könnte durchdrehen. Leute, konzentriert euch. Komm, mal Cavendish, ich würde sie gönnen. Ja, ich fahre auch für ihn im zweiten Zug, aber es wird natürlich, ist natürlich ein Scheißzug. Also.
Güte, das kann nicht wahr sein. Okay, ich habe keine Chance. Ich bin raus aus dem Sprint, Alter. Unfassbar. Scheiße! Ich muss irgendwie schauen, dass ich Punkte kriege und Petersen nicht, Dings nicht gewinnt. Oh Gott. Absolute Katastrophe. Let's go! Groves gewinnt. Gott, ich habe die Punktewertung gewonnen. Yes! Ohne irgendwas beizutragen. Kra wird. Mader wird Fünfter. Fred Wright wird Sechster und Kra wird Siebter. Oh Gott, oh Gott, das ist schrecklich. Aber Platz 3 ist raus, gell? Also es rückt quasi jeder nochmal eins vor. Platz 2 auch. Oh Mann, ja, zwei. Ja, stimmt, geworden. 2 und 3. Almeida Dritter auf der Etappe. Das heißt, ich krieg Punkte mit Wright, oder? Geil. Ja. Und mit Kra. Und mit Kra wird Siebter. Ey, das war ja. Also Strong wird Neunter. Wo ist denn eigentlich Petersen? Es ist also absolute Katastrophe. Und ich gewinne die Punktewertung trotzdem. Oh, ist das schön. Yes! Glückwunsch. Oh, danke. Das ist jetzt Trostpflaster für mich, dass das noch kommt. Sehr gut. Puh. Gross gewinnt das Ding. Sehr schön. Damit habe ich auch noch meinen Etappensieg. Ja. So, jetzt gehe ich nochmal alle Wertungen schön durch. Aber nicht, dass es mal eng wird, wenn da zwei Plätze noch rausgehen und ich auch nur 6 vorbekomme? Nee, nee, wird nicht eng. Platz 5 kriegt schon weniger als das, was du bräuchtest. Ja. Ja. Also das müssen wir auch nicht, Pumi, die Arbeit musst du ja nicht mehr machen. Nein, nein, alles gut. Nee, nee, das haben wir ja, der Zweite kriegt ja schon bloß 30 Punkte. Ja, Dritter in der Bergwertung, Erster in der Sprintwertung, ein Etappensieg. Das ist mein Resultat. So, schönen Abend noch. Wir sehen uns. Jo, ciao. Ciao. Bis morgen. Naja, mit Platz 3 kann ich leben. Ja, ist so stark. Ja, hinter Thomas und Almeida, klar. Kemner in Top 10 auch noch. Guck mal, der kriegt auch noch Punkte. Ja, easy. Gutes Mann. De La Cruz sogar. Paulus 9. ist auch stabil. De La Cruz wird am Ende stark, gesagt Pumi. 15. oder sogar noch besser. 15. auf jeden Fall, ja, 15. Der kriegt auch noch Punkt, geil. Also mit einem bisschen besseren Fahrerpool jetzt sogar Top 5 schaffen können. Ja, hab ich mir auch gedacht. Ja. Ja, also Paulus ist echt gut und De La Cruz finde ich auch richtig gut. Ja, klar, aber Platz 15 kriegt halt nicht, also. Naja, immerhin. Aber ja, klar, theoretisch schon. Naja. Ja, De La Cruz noch 15. geworden. Ja, ja. Ja, ja, der also. 17. Du musst ja Yates und Bilbao rausnehmen. Stimmt. Oh geil, dass ich die Punktewertung noch gewonnen habe. Oh yes. Was haben wir jetzt gesagt wegen den Sprintpunkten?